Willkommen zu Let's Show Tunic. Darauf freue ich mich schon, seit es zum allerersten Mal vorgestellt wurde. Tunic ist nämlich wie ein modernes 2D-Zelda. In schwer. Also quasi Zelda plus Dark Souls oder Zelda plus Elden Ring. Aber ich freue mich auf dieses Spiel zusammen mit euch in diesem heutigen Stream. Schon seit geraumer Zeit weiß man, es wird ein Xbox-Konsolen-Exklusivtitel. Gestern in der Indie Direct von Microsoft wurde es überraschend released. Ja, also erhältlich seit dem 16.03.2022. Und es ist im Game Pass. Yeah, mega geil. Dazu noch Top-Wertungen. 87%. Das kann sich sehen lassen. Für ein Spiel, das nur von einer Person entwickelt wurde. Der nennt sich Andrew Schuldeis und hat dieses Game komplett alleine auf die Beine gestellt. Mal abgesehen von dem Komponisten. Publisher ist Finji und wie gerade erwähnt, nur erhältlich für Xbox One, Xbox Series und natürlich für den PC. Ursprünglicher Titel war Secret Legend, nun heißt es Tunic. Und wir legen los. Oui. Gerade Sonnenaufgang. Und wir starten völlig unvermittelt am Strand. Ähnlich wie in Link's Awakening. Interessant, interessant. Kann ich denn baden? Nee, nur so ein bisschen plätschern. Alles klar. Christian Lüpfert lässt gleich mal 10 Münzen da. Dankeschön. Ich bin gespannt, wie das Game ist. Ich auch. Ich habe es nur ganz kurz angespielt. Alle Demos verpasst, weil die waren nur zeitexklusiv verfügbar. Und ein, zwei Reviews gesehen. Das ist jetzt also quasi blind. Soweit ich weiß, haben wir einen Dash. Der wird auch recht essentiell dann im Kampf sein, um auszuweichen. Und das hier sieht wichtig aus, aber da passiert nichts. Vielleicht müssen wir da irgendwie Items hinbringen oder so. Schlechte Grafik. Ah ja, alles klar. Bin ich ganz anderer Meinung. Sieht sehr schön aus. Aber weniger schön sind die Finanzamtbriefe hier drin. Aber ich kann sie nicht lesen. Das heißt, ich muss nichts zahlen. Was haben wir da drin? Oh, ist da mein Schwert? So in der Art. Aber ein Stock tut's natürlich auch. Besser als nichts. Immer her damit. Ah ja, das kann ich mir jetzt auf die Aktionstasten legen, also X, Y oder B. Im Falle des Xbox-Controllers. Nur A ist fest der Dash. Alright. Kann ich die Krüge zerstören? Yeah, das muss natürlich sein. Ja. Sonst ist es kein Zelda-ähnliches Game. Trägst du heute ausnahmsweise was Grünes? Nee, kann ich nicht, sonst würdet ihr mich nicht sehen. Hinter mir ist ja der Greenscreen. Dann würdet ihr nur mein Gesicht sehen und die Cap, das war's. Ich glaube, das wäre ein bisschen gruselig. Kann man denn rennen? Ah, mit gedrückter Dash-Taste, also A. Ich mag den Artstyle auf jeden Fall. Fällt mir gut. Aber mit dem Stock können wir natürlich kein Gras zerschneiden und schon gar nicht an den Büschen vorbei. Kann sein, dass man dafür ein richtiges Schwert braucht. Das werden wir hoffentlich bald finden, weil nur mit einem Stock werden wir vermutlich keine Chance haben gegen diese schleimartigen Gegner. Es gibt auch Dungeons in dem Spiel. Bosse. Und alles, was das Herz begehrt. Aber es wird wirklich schwierig. Also, das sieht jetzt noch relativ einfach aus. Und das Game mit dem kleinen Fuchsi wirkt natürlich auch total süß. Aber der Schwierigkeitsgrad ist ganz schön happig. Ich habe keine Ahnung, was wir da sammeln können übrigens. Aber das könnte eine Art Rubine sein. Also die Währung.
Der Pfeil zeigt zwar nach rechts, aber ich brauche einen Schlüssel und ich habe keinen Schlüssel. Dann wollen wir den mal suchen gehen. Entspannte Musik, ja, auf jeden. Wie teuer? Weiß ich jetzt nicht, weil es ist im Game Pass und ich habe den Game Pass und damit ist es für mich kostenlos. Ich bin ja ein großer Freund des Game Pass, aber... Oha, okay, jetzt sehen wir schon langsam, was hier abgeht. Ich glaube, ich halte nur 4 Hits aus. Weil der Typ hat mich zweimal getroffen und meine Leben unten links sind zur Hälfte leer. Was ist das Grüne? Mana? Also Magieangriff, aber haben wir noch nicht. Ebenso kommen wir nicht an dieser Stelle weiter. Na gut, dann weiter rauf. Ach so, das ist Ausdauer, sehe ich gerade. Ah ja. Dann mal schauen, ob es noch Magieangriffe geben wird. Eine heilige Fuchsstatue? Und es ist nächster Tag. Außerdem wurde ich geheilt, also quasi wie in Elden Ring die Gnade stellen. Okay. Good to know. Wer freut sich auf die Rages? Die wird es bestimmt noch geben, Adrian. Willkommen im Chat. Danke dir für die 2 Monate Mitglied. Oh, hier liegt ein Schlüssel rum. Einfach so? Und ist das richtig, dass ich das oben nicht lesen kann? Das Spiel baut schon sehr auf Exploring. Also es wird einem nicht viel erzählt, aber das ist vielleicht auch ganz gut so, weil gerade die letzten Nintendo-Titel übertreiben es sehr, sehr krass mit an die Hand nehmen und Volltexten. Hier wirst du halt endlich mal wieder in eine Spielwelt geschmissen, also quasi wie in Elden Ring eigentlich. Und du musst selber gucken, wie du zurechtkommst. Eigentlich ganz geil, ne? Oh oh. Da unten sind viele Gegner. Und diese Weißen sehen aus wie böse Oris. Aber ich glaube, wir sollten mit dem Schlüssel einfach mal die Tür aufmachen, oder? Was ist da vorne? Eine goldene Tür. Ich kann die öffnen? Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Das hätte ich vielleicht noch nicht machen sollen. Aber wie gesagt, es ist blind. Ist das vielleicht schon der Weg zum ersten Dungeon? Oder kommt hier was Story-Relevantes? Weil wir wissen ja gar nichts. Warum bin ich jetzt so blau wie ein Geist? Gibt's Fallschaden? Nee, soweit ich weiß, kann man nicht an den Kanten runterspringen. Also sollte es auch keinen Fallschaden geben. Sieht sehr interessant aus. Ich habe das Gefühl, wir kommen hier nicht weiter, oder? Oh, doch. Was ist das? Der Controller vibriert wie die Hölle. Sehr interessant. Ja, und nun? Oha. Ein unsichtbarer Weg. Was ist das? Ist das unsere Mutter oder Schwester? Die ist gefangen in dieser Barriere. Jetzt muss ich 3 Amulette sammeln, oder was? Wie in Zelda A Link to the Past. Aber sieht so aus. 3 heilige Gegenstände werden gebraucht, um... ich schätze, die Mutter zu befreien. Okay. Dann haben wir doch schon mal ein bisschen was an Hintergrundwissen erlangt.
Und vielleicht war es dann doch gut, dass ich zuerst in die goldene Tür gegangen bin. Jetzt wollen wir aber mal die seitliche abchecken. Und ich bedanke mich bei Anime Arif für 2 Münzen. Kleine Doni, danke dir und natürlich vor allem fürs Reinschauen. Und wenn es euch bis hierhin gefallen hat, würde ich natürlich auch Danke sagen für einen Like. Das hilft dem Stream und ich denke, das könnte noch mehr hier auf dem Kanal interessieren. Musik ist auch der Hammer. Ja, ist sehr chillig. Am Anfang haben Leute geschrieben zu laut, aber eigentlich habe ich das gut eingestellt gehabt. Es müsste passen, oder? Was sagt ihr jetzt dazu? Musik passt? Lauter, leiser? Auf jeden Fall mache ich die Tür auf. Und Riesenehre an Kerem für 50 Coins. Hier nochmal eine kleine Donation von mir. Kuss, danke dir für den Support, Mann. Und viel Spaß. Was ist das denn jetzt hier? Sieht aus wie ein Brief. Ach, stimmt. Genau. Man kann im Spiel so alte Seiten finden. Und die sind alten Spieleanleitungen von früher. Also SNES-Games zum Beispiel, nachempfunden. Mit ganz viel Detailarbeit und Liebe. Das ist großartig. Sound passt jetzt. Okay, nice. Der Beginn des Abenteuers. In einem fernen Land wurde ein großer Schatz auf ewig versiegelt. Die Mutter? Oder hat die Mutter den Schatz gefunden und wurde dann mit dem Schatz gefangen genommen? Manche meinen, es sei die Macht, dem Tod zu trotzen. Ja, würde ich schon sagen, oder? Altes Haus, geflutete Kanalisation, dunkles Grab, Westgarten. Ich denke, da sind auch einige Hinweise drauf, die uns weiterführen. So wie eine Erklärung zum Spiel. Ja, danke, dass ich die auch noch bekomme. Aber wie gesagt, das Ganze ist alten Spielanleitungen nachempfunden. Von daher passt das auf jeden Fall. Und wir bekommen tatsächlich noch Magiepunkte. Alles tut mehr weh, wenn ich müde bin. Also nehmen wir dann wohl doppelt Schaden. Ja, also generell sollten wir natürlich auf unsere Ausdauer gucken, ne? Ist klar. Oh, was ist das? Der aktuelle Raum wird jetzt sogar in Pixelgrafik dargestellt. Sehr schön, sehr schön. Ich hoffe natürlich, dass wir heute noch den ersten Dungeon schaffen, aber ich weiß nicht, wie das Spiel verläuft. Also gucken wir mal, ne? Vielleicht setzt es jetzt auch erstmal groß auf Erkundung. Hey, Moment mal, warum ist diese Schatztruhe leer? Da unten ist was. Ist aber zu. Da komme ich nicht rein. Nach unten ebenfalls nicht. Ja, ich glaube, wir brauchen unser Schwert, um die Büsche zerstören zu können. Hier ist noch ein seltsamer Turm. Und unten ist eine Schatztruhe. Aber wie gesagt, die können wir noch nicht holen. Ja, interessant. Also man sieht schon viele Bereiche, die erst später relevant werden. Sowas ist halt immer geil. Nimiro, 15 Monate dabei, Moino. Es ist echt Wahnsinn, wie viele Qualitätsgames im Game Pass sind. Ja, also es gibt auch Spiele, die mich so null interessieren, aber es ist auch immer mal wieder ein Banger dabei. Obwohl das natürlich immer noch ein Indie-Titel ist, von einer Person entwickelt, deswegen sollte man jetzt hier nicht die große Revolution erwarten. Aber bisher frage ich mich schon, wie er das geschafft hat. Also ganz große Klasse. Sieht sehr stark aus für eine One-Man-Show. Und offensichtlich war ja auch Microsoft begeistert und hat sich das gleich mal als Exklusivtitel gesichert. Kann man mal machen, ne? Okay, also diese ganz kleinen Schleimies, die sind eigentlich ganz easy zu besiegen. Der große ist etwas stärker. Da müssen wir dann aufpassen, wenn wir nochmal auf den treffen. So, was haben wir hier drin? Noch mehr, okay. Ich finde es auch cool, dass die Scherben da liegen bleiben. Die Leiter unten, maybe. War da eine Leiter? Also ich habe nur die Leiter bei dem Busch gesehen. Und wir können die Büsche noch nicht zerschneiden. Deswegen sollte da nichts sein. Oder habe ich irgendwas übersehen? Gucke nochmal nach. Runterspringen geht, wie gesagt, nicht. Hier die Leiter, die meinte ich. Da können wir noch nicht hin. Nee, sonst ist hier auch nichts. Kann die Büsche nicht zerschneiden oder zerstören oder was auch immer.
Ach halt, da war ja noch was oben, ne? Safe braucht man das Schwert, ja, das denke ich auch. Vielleicht, wenn wir schwimmen können, ist auch was hinter dem Wasserfall, I don't know. Und ich frage mich, ob wir diese Sprache erlernen können. Weil ganz vieles ist noch unleserlich und mysteriös. Darkrai-Hype. Okay, Herr Kotelushi, es dauert aber eigentlich noch ein bisschen. Ostglockenturm. Was ist das? Da ist nochmal eine Seite. Okay, erstmal die Dullis weg. Easy. Alessandro, danke für den Zehner. Vielen Dank für die tollen Videos, bester Mann. Dir vielen Dank fürs Reinschauen, Liken und Kommentieren. Ehre. Warum kann man dann Nein sagen? Okay. Weiß nicht genau, was das mit dem Schleim bedeuten soll. Ein Schild haben wir noch nicht und Tränke haben wir auch noch nicht, aber kriegen wir hoffentlich bald. Hier wird die Rolle erklärt. Oh, man kann sogar zoomen. Ja, aber habe ich alles schon gecheckt? Hier scheint ein Durchgang zu sein. Wir brauchen erstmal das Schwert. Moment, nach oben oder nach unten? Die Lichteffekte finde ich auch sehr, sehr stark. Also ich mag die Grafik. Mir gefällt das gut. Die Übersetzung zu manchen Sachen steht, glaube ich, in der Anleitung. Echt? Oha, okay. Oh nein, war das jetzt eine gute Idee? Ich komme nämlich jetzt nicht mehr hoch. Och nö. Aber wir haben einen Save Point erreicht, immerhin. Aber ich hätte probably erstmal nach oben gehen sollen. Ja. Shit. Ostwald. Hier leben die bösen Uris. Wie passend. Deine Streams sind zu chillig. Das höre ich gerne, danke dir. So, jetzt aufpassen. Was hat der drauf? Der, die können Laser schießen? Aber ich habe kein Schild und nix. Jo, die halten auch noch eine Menge aus. Was? Soll ich wirklich schon hier sein? Ja, aber wie gesagt, Spiel ist schwer. Okay, ein Brunnen. Ja, schön. Toll. Ach, ich ärgere mich gerade so sehr, dass ich nicht erst nach oben gegangen bin. Damn. Bitte nicht alle auf einmal. Immer schön Abstand halten, zur Sicherheit auch wegrollen. Aber die Kleinen können einem eigentlich nichts. Yes. Was hier, ein Rückweg vielleicht? Das wäre super. Wachhaus. So viele Schleimis wie hier wachen. Holy shit. Aufpassen. Ja, aber läuft gut. Da ist noch ein böser Uri. Aber der checkt nichts. Ah, doch. Der ist für oben. Ah! Die können sogar eine Stampfattacke? Sieht aber wirklich nach einem Rückweg aus. Dann kann ich das nochmal nachholen, oder? Ostwald. Von hinten! Schön. Weg da! Nein! Oh, roll doch! Aber die Truhe sieht besonders aus. Komm bitte, Schwert. Nee, aber ein Lebenstrank. Okay, immerhin, immerhin. Ich glaube, den saufe ich auch direkt mal. Nee, andererseits, ich kann ja jetzt auch nochmal zur Statue mich heilen. Aber komme ich wirklich nicht von diesen Abgründen runter? Das ist vielleicht ein bisschen doof, weil jetzt muss ich den ganzen Weg zurückgehen, anstatt dass ich einfach halt runterspringen kann. Da hätte man auch irgendeinen Mechanismus hinmachen können, dass man vielleicht eine Leiter runterlassen kann.
Und diese Leiter ist dann nur verfügbar, wenn man diesen Weg hier geschafft hat. Das ist eigentlich jetzt nichts Kompliziertes. Seltsam, dass der Entwickler daran nicht gedacht hat. Aber okay. Ich habe aber das Gefühl, dass das Heilen auch Nachteile hat. Die Gegner respawnen dann, oder? Kann es sein? Weil vorhin, als wir zum ersten Mal die Statue berührt haben, ist mir das auch schon aufgefallen. War da nicht was Treppenähnliches? Nee. Ja, und die Gegner sind wieder da. Oh, dammit. Gut, dann versuche ich hier jetzt durchzurennen, weil die habe ich ja schon gekillt und ich habe da jetzt auch nichts von, die nochmal zu besiegen. Generell hat man relativ wenig davon, Gegner zu besiegen, scheinbar. Als ob... Hier ist einfach noch eine Statue. Ja gut, das konnte ich nicht wissen. Das konnte ich nicht wissen. Weiß jemand, ob sich der Trank wieder auflädt, wenn man den einmal benutzt und dann zu einer Statue geht? War sie auch wie in Elden Ring? Oder hat man den nur einmal? Stell dich deinen Gegnern. Fokus und ausweichen. Ja. Achte auf die Staubwolke. Augenblick der Sicherheit. Ach, am Anfang einer Roll ist man auch unverwundbar. Die ersten drei Frames scheinbar. Okay. Du kannst immer angreifen, auch ohne Ausdauer. Alright. Die Flaschen füllen sich bei den Statuen immer wieder auf, nur als Tipp. Ah, also doch. Ja, danke, Zeiten. Wichtige Info. So, jetzt haben wir einige Wege, oder? Ja, zwei, drei. Steht da, wo das hinführt? Heldengrab. Schwert? Da ist ein Schwert-Icon. Okay. Gib mir, bitte. Oh nein. Ein großer Schleimi. Der hat vorhin schon Ärger gemacht. Zwei! Oh, die machen so viel Schaden. Eigentlich kann man die nur einmal schlagen und dann muss man direkt ausweichen. Ja, aber so funktioniert es wenigstens. Nein, bin ich jetzt wieder raus? Aber ist, glaube ich, egal, ne? Durch Screenwechsel respawnen die nicht, oder? Weil das wäre jetzt echt belastend. Nee, zum Glück nicht. Bin aus Versehen einmal zu viel nach hinten ausgerutscht. Ein abgeschlagener Fuchskopf. Ist aber nicht so schön. Ich heile mich mal. Oh oh. Ah, Mist. Oh, richtig mies. Ja, man darf nicht, sich dazu verleiten lassen, Angriff zu spammen. Weil du kannst nicht einfach währenddessen dann zur Seite hopsen. Man muss wohl überlegt handeln. Och, komm ey. Wer bist du denn? Der ist ja viel zu stark. Der hat einfach den Ori gekillt. Ja, danke. King. Oh, shit. Nächster Hit und ich bin tot. Wird das der erste Death? Ah. Oh, ich hab noch ein Leben, was? Psst. Als ob. Ich hab's noch geschafft. Aber wenn jetzt noch was kommt, dann RIP. Wo ist denn das Schwert? Oder war das ein Scam? Ein Hebel. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, 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 komm! Bitte. Oder Checkpoint, irgendwas. Ja, 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 wir haben's, wir haben's, wir haben's! Juhu! Das Schwert! Muss ich aber wohl noch ausrüsten. Yeah!
Und jetzt können wir die Büsche zerschneiden. Ja, tipptopp. Das war knapp. Sehr knapp. Verdient einen Daumen hoch, glaube ich. Und vielen Dank an Queenie für 10 Münzen. Mein Sohn wird bald 7. Was hole ich ihm aus seinem Shop? Autogrammkarte dort zu haben. Ich versuche es bis Ostern bereitzustellen, ja. Kann man keine Herzen oder irgendwie Heilung finden? Das ist schon hardcore. Dann kann man sich halt wirklich nur bei den Statuen heilen. OMG. So, an die Truhe komme ich jetzt ran. Ich wollte schon sagen, was eine Verarsche. Aber man sammelt die alle ein, okay. Ist egal, wenn sie runterfallen. Hat man eigentlich eine Karte? Nee, ne? Aber vielleicht findet man noch eine? Das ist das Kukiri-Sword. Kann man so sagen, ja. Ich glaube, es gibt hier sogar noch was zu entdecken, aber irgendwie habe ich jetzt Angst. Weil ich weiß auch nicht, ob das gespeichert bleibt. Ich würde deswegen doch... Oder kannst du mir vielleicht jemand schreiben? Wenn ich jetzt sterben sollte, behalte ich das Schwert oder werde ich auf den letzten Save Point zurückgesetzt? Weil ich glaube schon, dass hier noch was ist. Oder? Bilde ich mir das ein? Nee, vielleicht bilde ich es mir nur ein. Aber wäre trotzdem wichtig zu wissen. Anime Arif, danke für die Mitgliedschaft. Viel Spaß mit den Emojis. Keinem Slowchat. Und danke für die Unterstützung. Ja, ich speichere jetzt einfach. Ich denke, wir müssen dann weiter nach oben, oder? Ja. Als ob heute das Game auf die Steam-Wunschliste gepackt und jetzt spielst du es. Ja, ja. Lange drauf gewartet. Okay, jetzt können wir diese Dudes auch mit 4 Hits besiegen. Also ich glaube, das Schwert ist doppelt so stark wie der Stock. Oder? Aber Bro, bevor du es auf die Steam... Wunschliste packst. Bedenke, es ist kostenlos im Game Pass und du kannst es, soweit ich weiß, dann auch am PC spielen. Weil man hat ja so gut wie immer die Xbox Games auch auf dem PC. Du behältst es. Okay, gut. Sehr gut. Na, wie geht's dir auf deiner Insel? Ich habe übrigens keine Wirbelattacke oder sowas. Noch nicht vielleicht. Mal schauen. Oh, und ich kann die Gegner wohl auch nicht von Klippen stoßen. Genauso wenig wie ich Klippen runterspringen kann. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass sie mich ebenfalls nicht runterstoßen können. Schleichwerbung, Quatsch. Das ist einfach nur ein Tipp mit dem Game Pass, weil du kriegst es halt dann im Abo kostenlos. Ist nur mein Tipp. Es muss keiner von euch befolgen. Macht es, wie ihr wollt. Ich weise nur drauf hin. Ich find's halt sinnvoll. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird jetzt der Dungeon sein. Oder nee, das ist nochmal das Wachhaus, aber diesmal von oben. Die Musik ist auf jeden Fall sehr entspannt. Und hier ist eine versteckte Truhe. Ui. Was ist das? Hä? Was zum Teufel ist das? 1 von 3. Ach so, ist das eine Art Herzteil? Ups. Das könnte eine Art Herzteil sein. Oh nein. Ist das ein Boss?
Das ist safe ein Boss. Und ich bin nicht voll geheilt. Ja, klasse. Hauptmann der Wache. Oh gosh. Erstmal den Kleinen weghauen. Wow. Ich glaube, es könnte eine gute Idee sein, hier bei dem Fels zu kämpfen, aber der macht viel zu viel Schaden. Ja, ich bin erledigt. Mann, weich doch aus, Bruder. Komm schon, du schaffst es noch. Ja! Oh! Fuck, damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Weil ich habe gesehen, dass er mir so um die Hälfte mit einem Hit abzieht. Holy shit. Hast einen Hebel vergessen? Was? Also ich sehe hier einen Hebel in dem Bossraum, aber dann ist da noch was gewesen? Vielleicht so ein Shortcut? Wo denn, Leute? Ja, ich sehe halt wirklich nichts. Ich gehe lieber erstmal weiter. Ich möchte nicht nochmal gegen den kämpfen müssen. Oder hätte mir der Hebel geholfen im Kampf? Nee. Ja, Hauptsache nicht gestorben. Yay! Ich habe jetzt zwei Tränke? Okay, das ist geil. Vor allem, die laden sich ja dann auch jedes Mal auf. Im Raum davor links. Vielleicht muss ich ja sowieso zurückgehen. Wartet mal. Der Raum vor dem Boss. Hä, was? Der war doch nur so ein Miniraum. Da bin ich jetzt auch schon zweimal durch. Da habe ich wirklich gar nichts gesehen. Warte, ich renne nochmal schnell hin. Das Rennen kostet auch keine Ausdauer. Als ob. Vor dem Bossraum. Ich sehe da Real Talk keinen Schalter. Zweimal nicht. Ah, weil ich völlig doof bin. Okay. Okay, lul. Ja, dann ist das ein Shortcut. Dann sag ich mal so. Gut, dass ich nicht gestorben bin. Sonst hätte ich nämlich diesen ganzen Weg nochmal machen müssen. Und das wäre sehr belastend. Sag mal, Oceanhorn ist besser. Habe ich schon gespielt und ist auch nicht schlecht. Besser bisher, aber nicht. Tatsächlich. Ich muss echt sagen, so im direkten Vergleich gefällt mir Tunic nochmal ein Stück besser. Aber Oceanhorn kann ich ebenfalls empfehlen. Da gab es auch einen Stream zu. Kannst du dir gerne nochmal anschauen. Es wird dunkel. Ostglockenturm. Ja, mach mal. Hä? Ach, schlagen! Achso. Wie heißt der kleine Fuchs? Das weiß ich nicht. Das wurde nicht gesagt. Vielleicht ist sein Name Tunic. Vielleicht heißt er aber auch nur so, weil er eine Tunika trägt. Ich weiß es nicht. So, wofür war das denn jetzt? Warte mal. Was ist das hier? Auch ein Shortcut? Ach, da geht's weiter. Hier ist nur eine Truhe. Okay.
Wie das Licht hier schimmert, finde ich wirklich sehr schön. Ja doch, dann haben wir das überlebt. Nur was es jetzt genau gebracht hat, weiß ich nicht. Und die Schleimis können wir one-hitten. Schwert, Beste. Warte, komme ich jetzt nicht sogar hier in den Geheimraum? Aha. Oder vielleicht geht es auch da weiter, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Sieht aber eher nach einem Secret aus. Ist das die Karte? Okay. Keine Ahnung, was das ist. Ich kann es auch nicht auf eine Taste legen. Scheint eine Art Basis-Item zu sein. Well, dann nehmen wir es mal mit. Und nochmal so ein riesiger Turm. Aber ich glaube, die müssen wir mit Pfeil und Bogen oder irgendeinem Magieangriff aktivieren. Also das ist dann wohl auch für später. Na gut. 2D, das ist doch 3D. Ja, an sich ist das Spiel schon 3D, aber es soll an die alten 2D-Zeldas erinnern. A Link to the Past, Link's Awakening, Original Zelda. Also hat der Entwickler auch selber gesagt und zugegeben, weil es ist ja offensichtlich, dass es Zelda nachempfunden ist. Aber kann man ja mal machen, wenn man es gut umsetzt und eigene Ideen einbringt, und das hat er, sehe ich da kein Problem. Das ist zum Leveln. Das Item? Aber ich kann damit nichts machen. Ich kann jetzt sogar die Schilde zerstören. Oh, by the way, konnte ich jetzt... Ja, stimmt. Ich kann doch jetzt an zwei Truhen, glaube ich, rankommen. Einmal die am Strand. Mit der Leiter. Und ganz am Anfang war, glaube ich, auch noch eine. Hinter Büschen. Oh, das ist aber nicht der richtige Weg. Gibt es auch für Nintendo? Nee, leider ist noch keine Switch-Version und auch keine PlayStation-Version bekannt. Weil es halt Xbox gekauft hat, ne? Oder zeitexklusiv ist es zumindest. Ich weiß es nicht. Momentan jedenfalls nur PC und Xbox. Ja, aber früher oder später sind eigentlich die meisten exklusiven Deals rum. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das noch für Nintendo rauskommt. Weil da sollte die Hauptzielgruppe liegen. Sieht nach einem geilen Spiel aus. Ja, mir macht's auch Spaß. Es ist nicht einfach, aber zum Glück auch nicht so brutal schwer, wie ich gedacht habe. Aber ja, vielleicht kommt das ja noch. Wir sind noch am Anfang. Hier geht's vielleicht auch eher weiter. Warte mal. Wollte ja eigentlich hier zur Truhe. So, aber wie war das mit dem Leveln gemeint? Du kannst es bei den Statuen einsetzen. Einmal auf Menü neben den Statuen drücken. Was? Okay, und also was bringt mir Leveln? Kriege ich dann mehr Schadensoutput oder mehr Defense oder was? Können wir aber gleich mal ausprobieren, warte. Hier ist doch eine Statue irgendwo. Hört sich auf jeden Fall vielversprechend an. Moment. Hier war ich auch noch nicht und hier ist eine Seite. Aha, ich kann euch alle one-hitten. Oh, wie viele Hits brauchen die Auries? Ah, das sind 3. Das ist ein bisschen gefährlich. Mit so wenig HP. Eine Karte. Dieses alte Haus ist gekennzeichnet mit einem Pfeil. Muss ich da jetzt hin? Wo bin ich eigentlich? Ach, da. Ach, krass. Ey, das ist schön. Das erinnert mich auch an die alte A Link to the Past Karte, die ebenfalls in der Spielbeschreibung mit dabei war. Die Älteren von euch werden es vielleicht wissen. Damit kann man einzelne Stats verbessern.
Okay, geilo. Die Statue ist ja hier um die Ecke, sagt die Karte. Dann werden wir da jetzt mal hingehen. Ich locke die Oris weg. Haha, 200er IQ. Oder ist das hier noch ein Shortcut? Oh nein, die kommen! Die kommen! Mach! Oh fuck! Ja, ist ein Two-Hit-KO. Ja, da musste ich jetzt schnetzeln, es ging nicht anders. Aber hat sich gelohnt. Wir haben den Shortcut und hier ist die Statue. Yes, beste. Oh, Tatsache. Aber es kostet auch 100 Kristalle. Ja, machen wir es mal. Ich habe fast 400. Was bringt das jetzt? Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich mach's einfach mal. Hoffentlich mehr Leben oder mehr Damage. Trank 2. Ich kann doch schon 2. Hä, was? Ich kann doch. Lol. Ich hab doch schon die ganze Zeit über 2 Tränke gehabt. Oder heißt das, ich kann jetzt jeden Trank 2-mal benutzen? Das finde ich natürlich schon. Krass. Spielst du es 100%? 100%? Also, keine Ahnung. Also, momentan ist nur ein Stream geplant, aber wenn ich es heftig feiere, werde ich es wahrscheinlich auf Twitch weiterspielen. Jetzt gucken wir mal. Aber war nicht ganz am Anfang noch eine Truhe? Ich meine, da noch eine im Kopf zu haben. Das Coole ist halt, mit dem Schwert haben wir jetzt so viele Möglichkeiten. Wir können so viele Wege abchecken, die vorher einfach nicht verfügbar waren. Der Trank heilt jetzt mehr. Ach so, ja, okay, auch gut, auch gut. Und ich glaube, die Truhe habe ich gemeint. Ja, ja. Warte mal, sehe ich eigentlich, wenn ich die Karte jetzt öffne, immer meine aktuelle Position? Ja, tatsächlich. Krass, okay, feiere ich. Mega geil. Ich bin sogar ganz in der Nähe vom alten Haus. Boah, das hypt mich gerade, weil ich schon... Ich bin ja jetzt auch bald 30. Und es erinnert mich wirklich so an die alte Zeit. Wo die Spielbeschreibungen einfach noch so mega geil waren. Oh, ein weiteres... Herzteil, maybe? Keine Ahnung. Was ist das? Okay. Wohl für später. Ja, dann gehen wir mal ins alte Haus, weil das ist so ganz klar gekennzeichnet auf der Karte. Da müssen wir hin und ich darf diese Soldaten nicht unterschätzen. Die sind halt schon stark. Warte mal, wie kriege ich denn hier die Tür auf? Das kann ich doch bestimmt schon machen, oder? Ah, der Fuchs ist aber auch so süß. War die Tür da unten eigentlich schon immer offen? Und hier kommen wir leider doch nicht weiter. Ach doch, hier haben wir den Stock gefunden, ne? Stimmt. Und die Tür ist zu. Ja, gut, dann machen wir weiter. Ich wollte mich nur kurz erkundigen. Jahre vergehen viel zu schnell. Ja, absolut. Das ist leider ein Fakt. Hier ist auch nochmal so ein Brunnen. Also irgendeine Bedeutung haben die auch. Oh, was? Ich brauche einen Schlüssel für dieses Haus? Och, nö. Ja gut, dann gucken wir mal. Der wird doch wohl hier irgendwo sein, ne? Was ist da eigentlich? Dieser lange Strahl, dieser mystische.
Das ist böse, wenn er von hinten mit den Strahlen supportet wird. Ah, nein, geh weg, geh weg, geh weg. Du brauchst eine Heilung, Bro. Okay, der Trank füllt jetzt wirklich viel auf, das stimmt. Also das Level-Up hat sich schon gelohnt. Oh, viele Gegner hier, damn. Und weit und breit kein Schlüssel, aber... ein weiteres Kartenstück. Warum auch immer man immer zuerst auf Nein gelockt ist, verstehe ich nicht. Ausweichen, erlittener Schaden, Blocken, Stabilität, Spezialtechnik. Verwundbar. Achso, okay, hier wird erklärt, dass wenn wir halt keine Ausdauer haben, kriegen wir 150% Damage, können nicht blocken, sind instabil und können keine Specials nutzen. Kurz gesagt, auf keinen Fall die Ausdauer auf Null sinken lassen. Beim Brunnen musst du Münzen reinwerfen. Die Währung, die ich gesammelt habe? Auch wieder so mit LB oder was? Nee, geht nicht. Aber vielleicht meinst du Sachen, die ich noch nicht habe. Okay, das kann sein. Linkmaster, vielen Dank für 5 Münzen. Foxy begrüßen wir als neues Mitglied und Rickstyles lässt auch 5 Münzen da. Wirst du Hogwarts Legacy spielen? Bin schon hyped auf die Gameplay-Präsentation heute. Ja, ich auch. Wird natürlich gestreamt. Habe ich Bock drauf und ist als Stream-Projekt geplant aktuell, ja. Es ist schön, dass man die Gegner auch überraschen kann. Habe ich eigentlich so einen Roll-Hit? Also so eine Dash-Attack? Nein. Also man kann nicht rollen und gleichzeitig dabei irgendwie das Schwert nach vorne strecken. Schade. Ich habe kein einziges Mal getroffen. Lost. Yo, selbst der große Schleimi wird 2-Hit KO'd. Aber wo ist der Schlüssel? Oh, so geile Musik. Okay, da ist eine Höhle. Aber gab es nicht noch einen Weg nach oben? Ich schau gleich mal. Kalle 1999, Kuss, danke dir für die Blumenmitgliedschaft. Oh, was ist hier los? Großes Lager oder was? Eine Blume. Ist das wieder so ein Level-Item? Oh ja, kostet 200. Leider kann man von den Gegenständen nicht wirklich ableiten, was sie tun. Also muss ich mich da wieder auf Glück verlassen. Aber ja, es wird sich schon lohnen, denke ich. Zumal wir hier auch nochmal ordentlich Cash bekommen. Und Dynamit oder eine Kerze? Ach, warum drücke ich immer erst Select? Was ist das? Ist das... das ist ein Angriffs-Item, oder? Kann es sein? Also, wenn es eine Kerze wäre, hätte ich das nicht zweimal, glaube ich. Ich hätte jetzt sowieso ganz gerne mal wieder eine Statue, allein schon wegen dem Level-Up. Wow, die können ja auch super viele Strahlen verschießen. Ist das hier eine stärkere Version? OMG. Hier muss es doch irgendwo eine Heilstatue geben. Warte mal, sieht man die auf der Karte? Oder gibt es in diesem Bereich nur die eine? Weil die eine ist eingezeichnet. Könnten Bomben sein. Ja, meine ich ja, Dynamit. Das sind Bomben. Okay, nice. Ja, dann spare ich mir die auf jeden Fall für heftige Gegner. Ich glaube, ich werde zurückgehen, oder? Was meint ihr? Auf jeden Fall verbrauche ich mal den Trank. Was ist das?
was? Okay, ich gehe safe zurück. Laserzyklopen. Ohne Schild brauche ich da, glaube ich, gar nicht lang gehen. Den Weg habe ich vorhin gemeint. Oh, eine Windmühle. Hallo. Bitte sag mir, dass das ein schöner Ort ist. Weil ich halte nicht mehr viel aus. Ich habe keinen Bock jetzt zu sterben. What the hell? Ach, das ist... Ach, das ist ein Shop. Ich dachte, das wäre ein Boss. Er verkauft Dynamit und einen Heiltrank, oder was? Boah, das ist aber schon teuer. Nee, ich weiß, wenn ich mich jetzt bei der Statue heile, sind alle Gegner wieder da, aber wir wissen ja ungefähr, wo wir hin müssen und wo nichts mehr war. Oh, hier ist sogar noch ein Fernglas. Ich würde den maximal benutzen, um neues Dynamit zu kaufen. Oha, okay, dieser Bereich ist extrem gut gesichert. Ist dann wahrscheinlich mein nächstes Ziel, aber erstmal müssen wir in das Haus kommen. Vielleicht habe ich da Glück und in dem Haus ist ein Schild. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ohne Schild komme ich nicht mehr weit. Da war ein Zettel. Unten? Habe ich jetzt nicht gesehen, aber... Wir gehen gleich nochmal dahin. Erstmal upgraden. Also, was macht das? Wie da oben Opfern steht. Wieso Opfern? Das verbessert doch meine Stats. Kleiner Tipp, kauf sehr viel. Denkst du? Aber ich kann mir jetzt nichts mehr leisten. Maxi, danke für 5 Münzen. Wie geht's dir? Oh, momentan ganz gut. LP? Mehr Leben? Ja, ne? Yo, ich hab mehr Leben bekommen. Das ist wichtig und richtig. Patrick, CPP, danke dir für die Blumenmitgliedschaft. Ehre. Und ja, wir haben ein Stück mehr Leben. Super. Gut. Dann werde ich jetzt erstmal weiter nach unten gehen. Weil der obere Bereich ist mir viel zu krass gesichert durch diese Laserzyklopen. Ah, wo war der Weg? Hier, ne? Ja, übertreibt halt komplett. Die verfolgen mich sogar bis hierhin. Oh, warte, vielleicht kann ich sie vertreiben, indem ich da reingehe. Student. Das geht bestimmt. Sehr gut. Oh, der hat sogar ein Schild. Na, super. Ja, das ist eklig. Eigentlich kann ich ihn nur treffen, wenn er selber angegriffen hat, weil dann ist er kurz schutzlos. Die werden ein Problem. Genauso wie Super Uri. Ach, die habt ihr gemeint, die Seite. Ja, okay, die holen wir uns, oder? Komm ich da hin? Vielleicht, wenn alle Gegner tot sind? Weil ich kann da nicht drüber springen. Na, schöne Aussicht. Oh, was ist das da unten? Ist das ein General? Der sieht super stark aus. Ich glaube, da werde ich mein Dynamit verwenden. Was ist da oben noch? Sagst du auch Evoland? Evoland kenne ich nicht. Oder meintest du... Everworld. Das habe ich auf meiner Liste, ja. Aber das wird noch lange dauern, bis das rauskommt. Ah, kann ich jetzt hier dieses... Nein? Ah, doch. Shortcut. Supi. Das finde ich bisher bei der World auch sehr großartig, dass du viele Shortcuts hast.
sodass man, wenn man mal drauf gehen sollte, eigentlich nicht viel Laufweg hat. So. Moment, er noch. Und dann werde ich, denke ich, den großen sprengen, weil der sieht sehr stark aus. Oh nee, da ist noch so ein Laserzyklop. Du musst ihn besiegen. Den General? Ja, okay, dann auf jeden Fall. Oh ja, da ist der Schlüssel. Okay, verstehe. Dann nimm mal, du Arsch. Wobei, warte, kann er das blocken? Nee, ne? Schön von hinten. Weiß nicht genau, was er macht. Schmeißt er sein Speer? Ich glaube, ich kann ihn jetzt auch so besiegen. Oder ist das zu geisteskrank? Es ist zu geisteskrank. WTF? Der ist ja noch viel stärker, als ich dachte. Hey, Real Talk, den kannst du ohne das Dynamit eigentlich nicht besiegen, außer du bist Ultraskiller. Was zur Hölle? Ich mache ihm kaum Schaden und er zieht mir mehr als die Hälfte ab, alles klar. Nee, also wirklich nicht. Ohne Dynamit, no chance. Jetzt ist die Frage, sofort zurück zum Haus oder hier erstmal gucken gehen? Oh, was ist das? Kann man nicht nehmen anscheinend. Ja, der ist sehr mächtig. Ja. Ich hab noch überlegt, so warte, er hat nur noch ein Drittel. Das schaffe ich auch so, oder? Nach einem Hit war klar, nee, gut, dass ich das überlebt habe. Spreng ihn lieber. Einfach wie ein Elden Ring Boss. Ja, genau. Wie dieser Reiter oder Margit. Da warst du auch mit Souls down. Okay. Nee, in dem Haus muss ein Schild sein. Ich sag's euch, wir kommen ohne nicht weiter. Oh, Secret? Secret? Ich glaube, ich habe das Secret gefunden. Oha. Ui. Aha. Na, guck mal. Kanalisation? Da waren wir noch nicht, oder? In der Kanalisation. Nee, auf jeden Fall nicht. Aber das kommt als nächstes, weil hier werden auch die Geschütztürme genannt. Will etwas schützen, aber was? Umkreise ihn und benutze dein Schild. Ja, ich hab keins. Schlorm. Eine Art Schleim, der dir ständig zu nahe kommen will. Betäube ihn durch Blocken. Hey. Hüter. Gewölbewächter, die etwas Magie gelernt haben. Kerzen können gelöscht werden. Spürit und Safarach. Lass dich nicht täuschen. Das Zeichen auf ihrem Rücken ist ein Trick. Weil die einen mit diesen Rubinen locken wollen, oder wie? Oh, was bedeutet das da unten rechts? Kann man Fuchsstatuen an den goldenen Plattformen erscheinen lassen? Zerstörtes Atoll. Okay. Ja, also diese Spielbeschreibung ist wirklich ein ganz großartiger Teil des Spiels. Weil da einmal so ein bisschen die Story gezeigt wird, aber auch Tipps gegeben werden und Easter Eggs. Alles vereint. Super. Und hier haben wir eine Münze. Die ist dann wohl für die Brunnen. Okay. Man findet immer wieder was Relevantes. Das macht Spaß. Okay, Daumen drücken für das Schild. Wobei, warum kann ich nicht das hier mitnehmen? Ne, ist zu groß, ne? Warte mal, hat das vorhin schon geleuchtet? Ach, ich war da noch gar nicht. Das ist zum Schnellreisen. Ach so, die goldenen Plattformen. Okay, und wie kann ich die erscheinen lassen? Weil... war ja keine bei mir. Und was ist das?
Upgrade-Item? Nee. Nee, kein Plan. Behalten wir mal lieber bei uns. Das hier sieht stark danach aus, als könnte man da eine Art Enterhaken benutzen. Man kann beten auf den goldenen Platten. Aber noch nicht von Anfang an, oder? Weil ich habe mich eigentlich vorhin draufgestellt, da war nichts. Was ist jetzt hiermit? Da komme ich auch nicht ran. Naja. Auf zum Haus. Dann müssen wir mal schauen, welcher Weg der beste wäre. Oh, oh. Ah! Mach auf! Hallo! What the fuck? Warum nehme ich Schaden während der Animation? Oh nein, ich bin im Arsch. Nein, ich will da weg. Oh, ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Ich lebe noch. Aber ich kann nicht kämpfen, also jedenfalls nicht gegen die alle da. Yo, what the hell? Aber die Tür ist jetzt offen. Doch, von Anfang an. Hä? Aber gerade starte ich an, auch wieder auf einer goldenen Plattform. Da ist nix. So, warte. Jetzt ist erstmal überleben die Devise. Oh, verpisst euch! Verpisst euch! Kletter! Oh mein Gott, so knapp. Wow. Wo war nochmal der erste Brunnen? Ich weiß es nicht mehr. Der war nämlich ungefährlich. Was man von dem da unten nicht behaupten kann. Ja, aber da muss ich jetzt durch. Ich will die Münze reinschmeißen, allein schon, weil ich wissen will, was dann passiert. Ah, läuft. Schön. Und hier kann ich dann auch nochmal gucken. So. Ja, hier ist... Also, hier wird mir nichts angezeigt. Erstmal beten. Kann ich nicht! Wie denn? Geht nicht. Mach die Biege, du Dulli. So, zack. Oder haben die Brunnen vielleicht damit zu tun? Was war denn das jetzt? Keine Ahnung, was da passiert ist, aber vielleicht finden wir es noch raus. Och, schön geräumig. Wo ist mein Schild? Lass mich doch jetzt hier nicht mit einem Rubin verarschen. Da ist ein Gang. Oha. Haltet die Ausweichtaste gedrückt. Dann kann man beten. Okay. Da ist es. Ein Schild. Yeah. That's what I needed. Und danke an die 950 Liker.
Diese Türen sind so mysteriös. Also das nächste Mal, wenn ich zu einer goldenen Plattform komme, werde ich mal beten, aber jetzt bin ich wieder ganz woanders. Ich dachte, ich müsste wieder raus aus dem Haus. Was ist das? Ach, ich drück's immer falsch, ne? Oh, auch ein Boost-Item. Ein Zahn. Das könnte mit Defense zusammenhängen. Danke, dass du es endlich liest. Ich schau eigentlich oft in den Chat heute, aber es sind halt 50 Sekunden Verzögerung, ne? Oha. Oh, ich wusste doch, dass da was passiert. Es wird nicht die letzte Plattform gewesen sein, Guys. Aber das Game ist wirklich toll bisher. Ja gut, kein Wunder. Es hat ja, wie gesagt, auch gute Wertungen. Bislang sehr verdient. Ich hoffe, ich krieg noch eine Wirbelattacke, ey. Das steigert die Angriffskraft. Really? Oh, ein Chili. Was macht das? Schneller vielleicht? Wegen der Schärfe und so? Ja, wir werden es nicht rausfinden. Aber der Chat weiß es vielleicht. Was macht die Chili? Gefahr. Oh. Das ist schlecht. Aber was ist jetzt gemeint? Hinter dem Tor oder hier oben? Nee, das sieht ganz gut aus. Oh, noch mal eine Blume. Wie viel Geld habe ich? 400. Aber wenn der Zahn wirklich meine Angriffskraft erhöht, dann sollte ich zurück zur Statue. Oder einen Shortcut finden. Oh, warte, ich kann doch da in die Höhle, ne? Soll ich das... Ne? Doch, ich schau mal rein. Auch wenn das sehr gefährlich aussieht. Oh ja. Oder ist das der Dungeon? So, noch so ein Shop? Dunkles Grab. Okay. Hallo, ich will raus hier! Wenn wir irgendwann mal eine Fackel oder dergleichen finden, kommen wir wieder. Vorher scheint das keine gute Idee zu sein. So, bisher hat noch keiner geschrieben, was die Chili macht. Leider. Spielst du das auf Japanisch? Gibt's das nicht auf Deutsch? Doch, Bro, es ist auf Deutsch, aber diese mysteriöse Schrift gehört zum Spiel dazu. Ich glaube, das soll so sein, weil du mit dem Handbuch arbeiten sollst, um die Rätsel zu lösen. Oder man erlernt die Sprache noch, ich weiß es nicht. Das ist kein Japanisch. Ja, ja, das stimmt natürlich. Aber ich verstehe, dass er zuerst gedacht hat, es ist Japanisch. Warte, komme ich darüber? Aha. Nee. Ich glaube, ich muss da irgendwas rüberschießen. Und dann sind diese ganzen kleinen Statuen hier, die da mit diesen... Was auch immer. Dann sind die aktiviert und man muss vielleicht alle schlagen oder so. Du hast da den Felstunnel gefunden. Ja, das gibt mir Pokémon-Vibes. Mit der Dunkelheit. Da ist eine Seite. Aber mitten im Wasser. Ich kann ja noch nicht schwimmen, oder? Oh, Vorsicht, Geschützturm. Crap. Mach auf, schnell. Eieiei. Ach, Mann, jetzt habe ich die Taste vom Schutzschild nicht gefunden, nicht Dulli. Und bin fast tot. Ja, moin. Kacke. Das habe ich jetzt versaut.
muss man da überhaupt machen? Auf jeden Fall ihn killen hier. Und dabei nicht sterben. Lässt das Ding mich jetzt in Ruhe? Nein. Ah! Mach die Brücke runter! Mach schon! Oh mein Gott. Ich bin mit einem Hit down. Chili macht schneller. Ah, hab ich also richtig geraten. Und magische Gegenstände. Ah, hier wird sogar erklärt, was die machen. Ja gut, bis auf zwei. 50% mehr Damage. Sehe ich das richtig? Wow. Und so eine Fuchsstatue gibt mir mehr Verteidigung. Hier werden auch die anderen Sachen erklärt. Das ist es, was ich meine. Man findet was in der Overworld, hat erstmal überhaupt keinen Plan, was es bringt. Und dann durch die Seiten und die Spielbeschreibungen, die man nach und nach zusammensetzt, ja, das ist ja 17 und 18, wird das alles klarer. Ey, das ist so cool gemacht. Ich find's witzig, dass es drei Bombenarten gibt. Ach so, eine Explosivbombe, eine Eisbombe und eine Feuerbombe. Früchte, Chili und Efeu. Aber was es genau auslöst, steht nicht da. Das muss man vielleicht erst freischalten. RIP. Ja, ich versuche nicht zu sterben. Aber da darf jetzt eigentlich nichts Großartiges mehr kommen. Gibt's da nicht vielleicht einen Checkpoint? Soll ich da runtergehen? Ach so, warte mal, bin ich jetzt bei der Windmühle? Dann müsste ich doch eigentlich easy... Oh ja, lol! Okay, Beste. Wir haben's... Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich mit einem Leben noch durchkomme. Super. Dann können wir uns schnell verstärken. Mehr Angriff! Muss wieder zur Arbeit. Danke fürs Reinschauen, Chrissemann. Attack 2. Oh yeah. Und einmal heilen, bitte. Maxi, danke für zweimal zwei Münzen. Und ich helfe doch gerne. Ihr mir auch übrigens. Dankeschön. So, kann ich eigentlich nochmal upgraden? Weil ich habe doch ganz gut Geld. Nochmal mehr Leben holen. Ja, warum nicht? Komm, let's go. Wie viel Schaden macht der Stock jetzt? Vielleicht ist der Stock jetzt so stark wie das Schwert im Grundzustand. Aber ist mir auch egal, weil ich werde den Stock nicht mehr anfassen. Schön ist, dass mein Schwert jetzt richtig schnitzig ist. Oh, und komme ich hier jetzt in die Kanalisation, für die ich vorhin die Karte gefunden habe? Ja. Dann lass das doch nochmal aufrufen. Wo ist das denn? Hier. Ich weiß nur nicht genau, von wo ich jetzt reinkomme. Ach, da bin ich. Oh. Und da ist auch ein Boss am Ende. Oh. Ja, gut. Jetzt wird es die ersten Tode geben, bin ich mir ziemlich sicher. So, das Schild hilft beim Schlormen, ne? Ja. Dann ist er stunned. Der war noch gar nicht tot! Und er kann sich in die Luft sprengen. Really? Ja gut, irgendwas musste da noch sein, sonst ist er ja quasi nichts anderes als der normale Schleim.
Das heißt, zwei Hits und dann weggehen. Ja. Und der Typ? Wurde der irgendwie näher beschrieben? Ja, hier, das ist der Hüter. Die können Magieangriffe auslösen. Die Kerze kann gelöscht werden. Nee, warte, das ist der gar nicht. Nee, das ist der gar nicht. Das ist einfach nur ein stärkerer Soldat. Aber auch langsamer gefühlt. Nice. Aha. Schönes Secret. Eine Beere. Haben wir noch nicht gefunden bisher. Stand in der Karte, was das bringt? Nee. Ah, wobei doch, warte mal. Da steht was von LP und MP. Also ich denke mal, die Frucht ist quasi wie ein Trank, die rote. Und die blaue füllt Magiepunkte auf. Vielleicht kann man damit auch irgendwas machen? Zaubertränke herstellen oder so? Ich mag diesen leichten Beat in der Musik hier, in dem Dungeon. Sowie das Wasserschimmern an den Wänden. Oh, aber ich habe jetzt Angst. Hier ist ja tatsächlich so ein Checkpoint. Oh, wow. Kann ich mir dann vielleicht doch nochmal ein Upgrade holen? Nee. Es ist einfach ein Creeper. Stimmt. Habe ich gar nicht dran gedacht, aber ich habe auch nicht viel Minecraft gespielt, aber true. Wobei, nein, warte. Ein Creeper explodiert doch nicht, wenn man ihn getötet hat, oder? In Minecraft, sondern nur davor. Also, wenn man ihn getötet hat, ist man eigentlich safe. Aber ja, grundsätzlich ist es, denke ich, nahe an einem Creeper. Neues Kartenstück. Was ist das? Kragel, freundlicher Vogel, der gern Schlorms frisst. Ey, komm her, Bro! Es ist Mittagessen angerichtet. Krabbo oder auch Krabbi. Krabbo hat eine harte Schale, aber Krabbi hat Freunde. Okay. Bote, mehr Fragen als Antworten. Mhm. Zur Oberwelt. Also ist das hier... Ja. Ein Level? Ach so, das ist das Atoll. Ah, okay. Da kommen wir wahrscheinlich als nächstes hin. Wenn wir das hier überleben. Also bis zu diesem Leiter-Shortcut müssen wir es auf jeden Fall schaffen. Sonst RIP. Oh nein. Soldat muss weg. Wow, der geht ja richtig ab, wenn er nicht gestunt wird. Okay. Das war ein Giga-Fail. Also der Schlurm darf nicht in Angriffsstellung kommen, sonst nimmt er mich hops. Wieder was gelernt. Komm, gönn dir Trank. Komm ich da nicht hoch? Oh, man kann im Wasser nicht rollen. Ja, und jetzt? Okay. Check's nur ich nicht. Ach, als ob. Nee, da ist auch nur eine Truhe. Wie geht's denn weiter? Lol. Wie wär's mit da lang gehen? Oh Mann. Ultra Blackout. Ja, aber besser so, sonst hätte ich die Truhe nicht gefunden. Komm her. Schnell killen. Weg, 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 weg. Achso, ich kann ja nicht rollen. Ah!
Das Wasser ist sehr gefährlich. Lost, ja, schon ein bisschen. Vor allem, ich habe jetzt viel zu viele Treffer kassiert und leider muss ich den zweiten Trank gleich saufen. Da oben ist ein Geschützturm. Kann man die irgendwie zerstören? Weil in der Beschreibung steht, anvisieren und Schild halten. Und dabei Kreisbewegungen machen. Oder ist das einfach nur, damit der müde wird? Ja, der wird aber nicht müde. Der ist stärker als die anderen. Nee, keine Chance. Gute Besserung, Green Link. Ich muss da oben lang? No way. Hä? Nicht dein Ernst. Schild! Okay, das hat geklappt. Das hat geklappt, guys. Wir haben also auf jeden Fall hier diesen Shortcut. Wichtig. Oh, warte mal, da sind Rubine. Kann ich die bitte haben? Willst du das Spiel heute durchspielen? Nee, das schaffe ich gar nicht. Aber ich will einen guten Eindruck vermitteln von dem Spiel. Also Umfang meine ich. Wie immer bei den Let's Shows, Leute. Ihr kennt doch das Format mittlerweile bei über 100, 200 Videos. Immer möglichst viel vom Spiel zeigen und weit kommen. Eine schöne Zeit haben im Stream. Und ich hoffe, es macht euch Spaß. Also ich finde das Game wirklich großartig. Kann ich jedem ans Herz legen. Also gerade wenn ihr Zelda-Fans seid, dann ist das, denke ich, eine schöne Sache. Grafisch nice. Viel Liebe zum Detail. Chilliger Soundtrack. Gutes Dungeon-Design. An den Gegnern habe ich auch nichts auszusetzen. Also eigentlich habe ich, glaube ich, bisher auch keinen einzigen Kritikpunkt. Oder lass mich mal überlegen. Jetzt muss ich auf Krampf überlegen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Mir fällt nämlich jetzt nichts ein, was ich kritisieren würde. Auf Anhieb. Stand jetzt. Was ist schlecht? Oder fällt euch was ein? Gefällt euch irgendwas nicht? Mir fällt echt nichts ein. Geil. Oh shit. Doch, ich hasse die Geschütztürme. Was soll ich denn da? Ja gut, das ist wieder so ein langsamer. Ach, die schützen mich sogar, die Fässer. Weil er nicht so heftige Durchschlagskraft hat. Oh oh, nicht gut. Nicht gut. Oh ja, kommt von allen Ecken und Enden, weißt du? Das sind vor allem alles welche mit Schilden. Oh, crap. Wow, schön durchgesneakt. Ist hier nicht sogar nochmal ein Shortcut? Nee? Oh fuck, die verfolgt mich bis hierher. Hier ist der Shortcut. Schnell, aktivier ihn, Bro. Komme, was wolle. Hä, wieso geht der zurück? Aber ist besser so. Wir können uns heilen, Guys. Durchrennen ist manchmal die Devise. Ich habe auch Elden Ring nochmal ein bisschen gespielt und da hat mich das auch ab und zu mal gerettet. Bisher wenig Story vielleicht. Ah ja, okay, gut. Guter Punkt. Aber ich glaube, dass hier auch nicht so der Fokus drauf liegt und wenn, soll man die Secrets über die Spielbeschreibung erfahren. Aber ist ein valider Punkt, wenn man sagt, ist mir zu wenig Story. Ja, ja, verstehe ich. Mich stört's bisher nicht, aber ist auf jeden Fall valide. So, da war eine goldene Statue, hat einer geschrieben. Was ist eigentlich mit der Truhe da? Warum komme ich denn da nicht ran? Ach, ich bin so doof. Diesem Wasser. Dulli. Mann. Lost.
Nice, man kann die Explosion auch nutzen, um andere Gegner zu verletzen. Ich komme da doch nicht rein? Etwas mehr Deutsch könnte nicht schaden. Ja gut, das mit den Texten, also gerade das Unbekannte hier, das triggert mich auch ein bisschen, dass man vieles halt nicht weiß, wie die Items zum Beispiel. Das triggert mich schon ein bisschen. Aber das kommt drauf an, wie das noch aufgedröselt wird. Also wenn du wirklich in der Story noch die Sprache lernst oder Sachen finden musst, um die Spielbeschreibung weiter zu vervollständigen, dann hat es ja auch Hand und Fuß. Und es ist ja auch eine Art, Spannung aufzubauen, so viel im Unklaren zu lassen. Es ist mir allemal lieber, als erstmal eine Stunde Gelaber wie bei Pokémon Legenden Arceus, bevor das Spiel überhaupt losgeht. Du musst es von der anderen Seite holen. Ach, hier über die Kanalisation, oder? Die sind Gully. Okay, warte mal. Komme ich dann nochmal lebend hin? Muss sowieso da runter. Für die Truhe hier. Was ist das? Ja, komm ey! Die sind ja broken! War ich hier schon eigentlich? Ich bin gerade völlig aufgeschmissen. War schon in der Nähe des Bosses. Doch, ich muss hier gewesen sein. Nein, kommt nicht, Zaren. Und wenn du noch 20 Mal fragst, bitte, lass das spammen. Es ist unnötig. Ich spring mal runter. Es geht nicht? Warum? Oh, wieso komme ich denn da nicht runter? Vorhin konnte ich doch auch springen. Mach jetzt gerade übelst den Bullshit nur für die Truhe und ich komme nicht. Was? Wieso komme ich denn nicht da durch? Hä? Ich check's nicht, Bro. Warum? Ja, super. Unnötig. Hä? Wieso bin ich jetzt hier? Aber das gibt mir jetzt wenigstens die Gelegenheit, auch einen negativen Punkt zu sagen, dass man an keinen Edges runterspringen kann. Von weiter oben verstehe ich, aber das war jetzt gerade so den Abstand, um ins Wasser zu jumpen. Es gibt literally keinen Grund, dass ich da nicht abkürzen kann. Das ist halt schon hardcore unnötig, dass es mega Umweg gehen muss. Nur deshalb bin ich jetzt verreckt. Ach, und sie gibt mir neue Lebenskraft. Okay. Ja, dann wollen wir doch mal schauen, wie der legale Weg zu der beschissenen Truhe ist. Weil ich will die schon haben. Die Tür war zu. Die hier. Oder bin ich ver... Nee, die war zu, ne? Ja, die war zu. Keine Ahnung warum. Hä, was zur Hölle? Warum ist da mein Geist? Ach so! Man verliert sein Geld! Also wie, quasi wie die Seelen in Demon's Souls und so. No. Really? Oder nur ein paar, weil da stand 20. Ich habe fast 300. Ja, ich denke mal nicht alle. Also alle wäre sehr, sehr böse. Aber gut zu wissen, an der Stelle, wo man verreckt ist, ähnlich wie in diesen Souls-like-Games, sind noch ein paar Überreste. Check jetzt aber trotzdem nicht, wie ich zu der gottverdammten Truhe komme, Bro.
Warum ist die Tür jetzt offen? Dann war das ein Bug vorher oder was? Weil ich konnte da nicht durch. Ach, das war auch dämlich. So, jetzt kann ich sie mir hoffentlich endlich holen. Mann! Das wird sich zu 0% gelohnt haben, ich sag's euch jetzt schon. Na, wusste ich's doch, wenn es wenigstens so ein Upgrade-Item wäre. Aber okay. Da kommt der 100%-Spieler in mir durch. Ich musste diese Truhe einfach holen. Oh, nein. Scheiße, denn dein Schild und wir... Wieso? Ich kann den Gegner nicht anvisieren. Kann ihn immer noch nicht anvisieren. Was ist denn da los? Okay. Gerade schon ein paar Sachen, die genervt haben. Nicole, danke für 5 Münzen. Kann leider zurzeit nicht viel an Bonus dalassen, wie sonst auch, da ich viele Spendenaktionen leite bezüglich Ukraine. Wünsche dir viel Spaß. Das ist natürlich völlig verständlich. Ich habe auch schon selber gespendet. Ist auch völlig richtig. Und danke, dass du das machst. Sehr gut. Ehre. Dann... Gib mir auch nichts weiter, bitte, sondern schmeiß es gleich in die Spendenaktion rein. Das wäre mir ganz lieb. So, und hier möchte ich jetzt nochmal zurück. Um zu überprüfen, ob ich da wirklich was vergessen habe an Items. Die Kerzen sehen sonderbar aus. Und da ist auch noch eine Truhe. Ne, die sind nur Deko. Boah, aber so viele mit Schild, Alter. Zwei gleichzeitig ist richtig dreckig. Aber geht schon. Immer zur Schlaghand. Bisschen Kreisbewegungen machen, dann kriegt man das hin. Wie wir da jetzt beide um den Tisch rumgelaufen sind, war irgendwie süß. So, ich glaube, das, was ihr gesehen habt, ist die Truhe. Aber ich komme... Doch, ich muss da... Ja. Sorry, dass ich die Mitgliedschaft erstmal einstellen musste, weil ich aktuell nicht viel Geld über habe. Ich hoffe, du verstehst das. Klar. Kein Zwang. Ihr könnt auch mal einen Monat pausieren. Es ist kein Thema. Vor allem YouTube straft es nicht mal ab. Das ist anders als bei Twitch, glaube ich. Oder? Ist es da? Ja, ich bin mir nicht sicher. Aber... Also, wenn man jetzt, keine Ahnung, nach 6 Monaten aufhört und man hat den Stern oder so und 2 Monate später macht man weiter, behält man den Stern, soweit ich weiß. Also euren Status so. Ihr fangt dann nicht wieder bei 0 an, das wäre ja auch assi. Kein Problem. So, ich habe meine Truhensucht befriedigt, dann können wir jetzt weitergehen. Aber als nächstes kommt der Boss, oder? Ich sollte mich nochmal heilen. Ja, es ist auf jeden Fall nicht mehr weit und der Shortcut ist auf jeden Fall auch dafür da, dass man sich für den Boss nochmal auflädt. Dann go! So, hätte ich mir jetzt nochmal einen Buff holen können, ja, ne? Oh, und hier ist sogar eine Fuchsstatue, die mit mehr Defense gibt. Aber wir machen mal Pro-Gamer-Modus. Ich gehe jetzt erstmal nicht zurück. Sollte ich beim Boss sterben, kann ich immer noch überlegen, ob ich mir einen Buff hole. Versuch's aber erstmal ohne. Ja, war klar. War mir völlig klar. Hat Nintendo eigentlich alle Spiele von Nintendo? Nein, es ist auch eigentlich völlig unmöglich, alle Spiele zu besitzen. Das ist die Bombe, oder? Warum sind die in einer Flasche drin? Aber soweit ich weiß, ist das die Bombe. Seltsam.
Ich hab so das Gefühl, die brauchen wir beim Boss. Aber was ist, wenn ich sterbe? Werden die Bomben dann wieder aufgeladen oder kann ich die nur einmal verwenden? Arda, danke dir für die Mitgliedschaft. Herzlich willkommen. Kuss, Kuss, Kuss. Bisher einmal gestorben. Ja, gutes... Hä, wo bin ich? Ach, da im Gang. Gute Statistik bisher. Wow, was ist jetzt mit der Musik los? So nah war ich auch noch nie an einem dieser Türme dran. Eine Lampe? Okay. What the hell? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich dachte, es kommt ein Boss. Wo bin ich? Die Bomben bleiben. Okay, super. Das ist auch sehr fair. Hab ich die Lampe jetzt bekommen, weil ich zur Mühle soll? Also ist hier erstmal Endstation fürs Erste oder was? Hä, ich kann die ja gar nicht ausrüsten. Warum? Nimmt er die automatisch, wenn es dunkel wird? Oh, ja. Tut er. Oh! Das ist ja cool gemacht. Schöner Überraschungseffekt. Aber ich wusste, dass da noch was ist. Habt ihr gesehen? Ich bin ja hier nach hinten gegangen. Das sah so komisch aus. Tatsächlich ist da was. Nur eben nicht im Eck, sondern in der Mitte. Welcher Raum ist das? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber der blaue, sieht stark aus. Ich glaube, ich gönne mir direkt eine Bombe. Ach, das ist die Eisbombe, stimmt. Gib ihm. Ja, schön. Und direkt down. Das war klug so. Genau richtig gemacht. Du musst immer noch beten. Ja, ja, ich weiß. Aber dazu müssen wir erstmal hier rauskommen. Und ich bin maximal verwirrt. Ich weiß nicht, was hier geschieht. Okay. Das sieht gut aus. Hier ist auch eine Seite. Unter der Erde. Ist aber trotzdem nicht der Ort, wo ich bin, weil ich sehe meine Position nicht. Ach so, dunkles Grab. Ah. Okay, dann sollen wir da als nächstes hin. Ja, gut, dachte ich mir. Ach, dann war das nicht die Windmühle. Stimmt, in der Windmühle war der Shop, ne? Das Grab war bei diesen Geschütztürmen. Ja, 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 ich erinnere mich. Okay. Ja, nice. Dann gönne ich mir jetzt auch ein Upgrade. Mehr Verteidigung. Go. Bei den Monolithen auch. War's beten? Warte, ich kann es gleich ausprobieren. Sind sogar noch... ja... Nee, damit warte ich noch. Mit Trank-Upgrade warte ich. Vielleicht finde ich noch was Besseres. Einmal heilen. Bei den goldenen Platten und den Monolithen kann man beten. So, und dann habe ich Schnellreise, oder wie?
dämlicher Spacko hab den falschen Knopf gedrückt. Wenn ich das richtig gehört habe, dann hat es aber sogar ein Achievement gegeben. Hä, aber ich... Moment mal. Ihr habt gesagt, mit Ausweichen gedrückt halten kann ich beten, aber... Das ist A. Und mit A heile ich mich hier. Jetzt setze ich mich zwar hin, aber es passiert trotzdem nichts. Vielleicht muss ich das erstmal an einer goldenen Platte gemacht haben, damit es freigeschaltet wird oder so. Weil hier funktioniert es auf jeden Fall nicht. Aber wir kommen jetzt eh raus, ne? What? Ne, das war die ganze Zeit da? Ne, laber nicht. Okay. Wow. Ich glaube, wir hätten da schon vorher reingekonnt. Man muss nur wissen, wo das ist. So, wo ist das eine goldene Plattform? Ich will das jetzt unbedingt endlich abhaken. Ja, wobei hier... Ach komm schon, lass mich einfach durch. Du musst dich killen, dann hast du die drei Bomben wieder. Habe ich auch überlegt, aber... Ja, nee, ich mach erstmal weiter. Okay, hier funktioniert's. Aber bei dem anderen Monolithen nicht. Und wo bin ich jetzt? Hier ist sogar eine Seite. Inhaltsverzeichnis. Hier ist auch schon ein bisschen was übersetzt, aber nicht alles. Ja, es wird langsam, ne? Oh, das ist neu. Da habt ihr eure Story. Das wird alles erst nach und nach übersetzt. Ich glaube, mit jeder Seite wird immer irgendwas noch freigeschaltet. Ja, ja. Cool. Wie ist das Game bisher? Top. Aber ich komme nicht darüber zu dem anderen Punkt. Also Schnellreise ist nicht. Noch nicht. Hat sich aber trotzdem gelohnt herzukommen. Dann müsste ich jetzt noch schnell die andere Plattform suchen. Die war bei Gegnergetümmel in der Nähe, oder? Aber warum funktioniert das denn bei den Monolithen nicht? Maxi, danke für eine Münze. Hier, ich kann mich jetzt hier hinsetzen und da beten, aber das zählt ja nicht. Weird. Von hinten irgendwie? Nee. Du sollst nicht bei der Statue beten, sondern beim Monolithen, als du die Lampe gefunden hast. Okay. Ja, dann lag da jetzt ein Missverständnis vor. Gut, dann mache ich das noch gleich, aber ich würde vorher noch die andere Plattform suchen wollen. Die war irgendwo hier, so viel weiß ich noch. Oder ist sie auf der Karte zu sehen? Nee, warte, die war doch hier, oder?
Hier kann ich die Treppe auch nicht runterspringen. Das nervt. Das ist so eine Sache, die würde ich kritisieren. Ich muss immer den Weg gehen und kann keine Abkürzungen nutzen. Ah, fuck it. Wo ist diese Plattform? Ich weiß es nicht mehr. Ich dachte, sie wäre hier, aber ist sie nicht. Ja gut, dann wieder zurück zum Grab. Plattformen sind nicht eingezeichnet, soweit ich das sehe. Oder? Doch, mit diesem Fragezeichen. Hä, bin ich blöd? Oh, Junge, bin ich blöd. Ich weiß jetzt, wo sie ist. Beim Haus. Auf dem großen Vorplatz, also hier oben. Ich bin quasi dran vorbeigelaufen, ne? Ultra lost. Ja, die Karte ist nützlich. Lasst mich, ich will doch nur beten. Du sollst mich in Ruhe lassen. So, und das sind wohl auch die einzigen beiden, die es hier gibt, weil auf der Karte habe ich jetzt nicht mehr Fragezeichen gesehen. Ah, und hier kann ich mich tatsächlich porten, aber wohin bitte? Ist das der Weg zu der Fuchsmutter? Ja, doch, ich glaube schon. Alright. Schauen wir doch mal, wo uns das hinbringt. Zu Fragezeichen, Fragezeichen. Oh, das sieht aus, als wäre ich hier in einem Monolith drinne. Das ist ja richtig geheimnisvoll. Wir werden hier auch erstmal nichts rausfinden. Mhm. Aber das ist ziemlich sicher ein Monolith. Okay. Und hier? Zerstört das Atoll. Das ist doch eins unserer Ziele. Würde das Spiel auch ohne Zelda-Feeling was taugen oder nicht? Ich weiß nicht, ob das nochmal einen Boost verleiht. Ich denke schon. Aber es ist an sich auch ein gutes Game, selbst wenn Zelda nicht existieren würde, klar. Ah, ich glaube, diesen Ort erkenne ich wieder. Nur da kommen wir nicht rüber, weil wir diesen Enterhaken nicht haben, oder? Warte, was ist das? Das ist eine Leiter? Okay. Haha, es macht voll Spaß, die ganzen Geheimnisse rauszufinden. Was stört das Atoll? Bibliothekanbau. Voll fies von mir, den zu töten, obwohl er mir nichts getan hat. Ah, ich glaube, hier kommt man erst weiter, wenn man schwimmen kann. Das können wir noch nicht. Oh. Was haben wir gelernt? Geschütztürme bewachen etwas. Schauen wir mal nach. Vielleicht finden wir es.
Ich jetzt einfach gar nicht mache, was das Spiel von mir verlangt. Und ich auch keinen Plan habe, was ich mache. Aber es ist witzig. Es muss einen goldenen Monolithen gegeben haben, der zerstört wurde, weil wir haben schon mal so ein großes Teil gefunden. Das gehört alles zu dem einen und denselben. Die Ente war ein Feind. Ja, schon, aber die hat ja eigentlich niemandem was getan. Als ob. Ich komme nicht an die Truhe ran. Egal, was ich tue. Wobei, Moment. Kann ich diesen scheiß Geschützturm mit einer Bombe zerstören? Nein? Oh, aber sie können sich gegenseitig killen. Nein! Und da entsteht sogar so ein Ding, diese whatever. Genau im falschen Moment gestorben, Mann. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben was rausgefunden. Cool. Hä, und wo sind meine Bomben jetzt? Habt ihr nicht gesagt, ich krieg die wieder? Nein, krieg ich nicht. Oder mit meinem Geist vielleicht? Schauen wir mal. Bleibt der Geschützturm gekillt? Nee, ne? Natürlich nicht. Nee, keine Bomben. Dann sind die jetzt wohl RIP. Ah, oh, lasst mich durch. Und killt euch gegenseitig, ihr Scheißdinger. Der erste tot? Nee, ist der zweite. So, aber ich komme an die Truhe ran. Eine Fuchspuppe. Das ist aber nochmal was anderes als... Moment. Ja, es ist nochmal was ganz anderes und keine Ahnung, was es mir bringt. Aber wir haben es gefunden. Wo komme ich jetzt rein? Hä, wo bin ich hier? Ich habe das ganze Spiel Was? Ich bin hier? Wow! Okay, lol. Kann ich das irgendwie zerstören? Weil ich will da rüber. Als ob ich jetzt einfach hier bin. Hä? What the? Warum bin ich hier? Was kann ich hier machen? Hier muss doch ein Geheimgang sein oder irgendwas. Finde aber nichts, dummerweise. Ich bin unter der Wind... Ah, doch jetzt, oder? Nee. Was? Okay. Alter, wie viele Secrets es einfach gibt. Und das ist auch wieder so eine Sache, die man theoretisch von Anfang an finden kann. Wenn man das extrem drauf ansetzt. Oder wenn man das schon weiß.
Wow. Und wisst ihr, was das Witzige ist? Wir haben immer noch nicht alles gesehen. Ich gehe jetzt nochmal dahin. Und diesmal bei dem Strand weiter nach Norden. Und dann gibt es noch eine weitere Plattform, die wir überprüfen müssen. Aber ich feiere diese Secrets total. Das ist ja mal mega. Aber auch echt traurig, dass ich meine Bomben nicht mehr bekomme. Ach so, das war... Oh, ja, stimmt. Habe ich vergessen, dass wir da leider keine Verbindung haben. Ja, aber ist nicht schlimm. Eigentlich gleich links von der Statue aus ist die nächste Plattform. Voll crazy. Wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, dann kennt man ja auch diese ganzen Geheimgänge und kann dann vielleicht für Speedruns nochmal diese ganzen Tricks nutzen, weil ich komme ja mit Sicherheit von hier oben jetzt auch darunter. Muss nur wissen, wie. Ja, ja. Ja, tatsächlich. Krass, ey. Moment, dann muss ich mich auch gar nicht porten, dann können wir nämlich hier wieder zurückgehen. Wie geil ist das denn? Ich würde halt gerne jetzt zu ihm, um zu beten. Von hier aus geht's bestimmt nicht, ne? Nein. Das war auch gerade die mega Überraschung, dass ich jetzt tatsächlich wieder bei diesem Monolith bin. Und warum ist da unten eine Truhe? Ja, okay, der blockiert den Weg. Also solange wir die nicht irgendwie zerstören können, kommen wir da nicht weiter. Zu der Truhe. Es gibt aber noch diesen Weg. Wait, what? Da hätte ich jetzt wirklich schon die ganze Zeit hingekonnt? Ach lol, wir waren hier sogar, um die Truhe zu öffnen. Ich habe aber nicht gesehen, dass es hier durchgeht. Ach, beziehungsweise doch, aber ich glaube, ich habe mich von dem Geschützturm da zurückdrängen lassen, weil ich dann Angst hatte. Verständlicherweise. Ach, leck mich doch, du Arsch. Ja, okay, krass. Also da hätte man auch schon viel früher hingehen können. Hat einem nur nicht viel gebracht. Moment, wie komme ich jetzt wieder nach oben? Zur Plattform. Ich dachte, das wäre der Weg gewesen. Ach ja, die Leiter hier. Stimmt. Die sieht man aber nicht, wenn man, oder nur sehr schwer, wenn man den anderen Weg nimmt. Also 99% der Spieler werden nicht erkennen, dass da eine Leiter ist. Beim ersten Mal. Und vor allem vom anderen Weg aus. So, ja, cool. Also da sieht man wirklich, wie die ganze Welt so richtig schön connected ist. Geil. Und es gibt noch einen Spawnpunkt. Wohin bringt er uns? Ich glaube, der mittlere, ne? Oder wo sind wir rausgekommen? In der Mitte oder rechts? Bin mir nicht sicher. Du kannst die Türme mit dem Schwert zerstören. Hey, was? Und was ist das? Ein Riesenschwert, das Master Sword. Kannst aber nicht nehmen. Oh, warte. Hier sind drei Markierungen. Da müssen vielleicht die drei Amulette rein. Dann bekomme ich das Master Sword und kann damit meine Fuchsmutter retten, oder? Kann es sein? Lol. Kann ich wirklich die Türme mit dem Schwert zerstören? No way. Ich habe es mich bisher nicht getraut, weil es absolut nicht legit aussah. Aber wenn das so ist, dann hole ich mir noch schnell die Truhe. Komm, jetzt möchte ich es auch drauf anlegen. Aber die sind halt super stark. Keine Ahnung, aber ich nochmal verreck. Ich habe halt wirklich gedacht, dafür brauchst du ein Spezial-Item. Als ob das mit dem Schwert geht. Aber die haben doch eine Art Schutzschild da vorne. Wie soll das denn funktionieren? Wo war der nochmal? Hier.
Zack, zack, zack. Jetzt schnell schlagen. Ey, tatsächlich, was? Ja, es geht nicht ganz ohne Schaden zu fressen, aber es geht. Ja, moin. Wow. Okay. Dann ist das wirklich weniger kompliziert als gedacht. Joa, danke, Chat. Dann machen wir doch jetzt mal wieder weiter mit dem, was wir eigentlich tun sollen. Sprich, beim Monolith beten und das alte Grab. Moment. Der Weg ist es, glaube ich. Hier geht es nämlich zur Kanalisation. Genau, hier ist auch dieser Turm, der mich getriggert hat vor langer, langer Zeit. Hier können wir durch. Da oben ist es. Ja. Das meine ich. Aber was ist jetzt hiermit? Ach so. Okay. Siehste, halb so wild gefunden. Jetzt aber einmal wieder hier runter. Zum Monolithen. Aber dass man bei dem beten kann, erfährt man doch auch erst später, oder? Was ist denn das hier eigentlich? Keine Ahnung. Vorbei an euch. Und zack. Wehe, es geht jetzt nicht. Doch. Oha. Es kommt eine Treppe, oder wie? Hä? Joa. Kein Plan, aber wird schon irgendwas gebracht haben, ne? Gibt ja wie gesagt mehrere von denen. Jetzt haben wir den zumindest aktiviert. Gut. Dann jetzt das Grab. Als Finale. Schön, dass der Stream 1400 Leuten gefallen hat. Danke für die Likes. Und jetzt bin ich gespannt, was uns hier erwarten wird. Jetzt haben wir die Lampe. Wissen auch, was uns angegriffen hat. Oh, ein Stahlfoss. Ist der ganze Dungeon dunkel? Ich hoffe nicht. Ja, die Stahlfoss. Sind aber eigentlich ganz einfach zu besiegen. Warte mal, ich glaube, diese Fallen waren sogar auf der Karte eingezeichnet, oder? Genau, die X'e. Und in dem nächsten Raum müssen wir auch rechts und links von der großen Fuchsstatue irgendwas machen. Scheinbar hat der Monolith irgendwas mit den Spinnen zu tun, die wir glücklicherweise noch nicht getroffen haben. So, jetzt müsste gleich nochmal ein anderer Raum kommen. Oh, wer bist du? Wer bist du? Und da müssen wir die Fuchsstatue rechts und links abchecken. Und wo kommt das Licht? Gegner sind bisher schwächer als in dem anderen Dungeon, aber das kann sich noch ändern. Schauen wir mal. So, wie sieht's mit der Truhe aus? Oh oh.
Ja, die haben kaum Deckung, da können wir eigentlich voll drauf gehen. Komm runter! Nice. Hat er was fallen gelassen? Was ist das denn? Es leuchtet jetzt. Ach so, ich bin schon in dem Raum. Ach so, okay. Dann müssen wir jetzt nur noch auf die rechte Seite. Da ist nämlich auch noch was zum Aktivieren. Hier. Oh, das ist das Grab. Und das öffnet sich jetzt. Außerdem können wir an die Truhe ran. Wenn ich den Weg nach oben finde. Hier. Da ist die Fuchsstatue. Cool gemacht. Hä, was zum Teufel? Ich komme. Ah, doch. Noch so eine Karte. Was ist das? Vor allem, wo sind die denn verzeichnet? Die sehe ich ja nirgends in meinem Status. Äußerst kurios. Habe den Like vergessen. Kannst ihn jederzeit nachholen, wenn es gefallen hat. Gar kein Thema. Nochmal auf die Karte schauen. Okay, hier geht's jetzt runter und es ist wohl was in der Ecke. Oh, es ist so wichtig, dass wir diese Karte gefunden haben. Da hinten ist eine Sackgasse, aber vielleicht ist da noch eine Truhe oder irgendwas. Oh, Rubine. Oh, Moment. Bekommen wir hier den Enterhaken? Also, es sah so aus, als könnte ich mich darüber ziehen. Generell sehr gefährlich aus da unten. OMG. Das sind alles Laser, oder? Vielleicht kann ich die aber ausstellen. Hier hinten. Ach nee, das ist eine Truhe. Aber diese Truhe scheint wichtig zu sein, denn sie ist explizit auf der Karte markiert. Ah, schön in die Stacheln gedrängt, den Dödel. Das ist sowas ähnliches wie das Herzteil, nur... Ach doch, es ist ein Herzteil. Es sah nur anders aus wegen der Dunkelheit. Und es ergibt einen Trank. Aha! Okay. Also kein Herzteil in dem Sinne, aber ein weiterer Trank, den wir eben jetzt dauerhaft verwenden können. Genau. 0 von 3. Alles klar. Ja, nice. Da haben wir jetzt 3 Tränke. Und jetzt ärgere ich mich doch, dass ich nicht das Trunk-Upgrade genommen habe. Ach, Mann. Das konnte ich ja nicht ahnen. Sehr schöner kleiner Dungeon. Gefällt mir. Jetzt erinnert mich das noch an Kingslay's Adventure. Das Spiel kenne ich gar nicht. Ist das auch so alt wie... A Link to the Past? Wie viel Geld habe ich? 500. So, was hat es jetzt damit auf sich? Kann ich die Dinger irgendwie verschieben? Ah, ich kann sie zerstören. Ja gut. Na dann. Oh, jetzt aufgepasst. Wie mache ich denn das? Erstmal der da hinten. Ach nee. Hä, Moment, da komme ich doch gar nicht ran, oder? Weil egal, was ich mache, ich löse auf jeden Fall immer... Es sei denn, von der Entfernung... Ich weiß jetzt nicht, kann ich den treffen? Oder ist er zu weit weg? Der ist zu weit weg, ne? Ich glaube, ich habe keine Möglichkeit, an die Truhe zu kommen. Sehe ich das richtig? Weil ich habe auch keine Bombe mehr, leider, wie wir alle wissen. Warte, ist hier irgendwo ein Tipp?
Nee. Aber ich muss hier irgendwie weiterkommen können. Das Ding ist, ich weiß ja auch nicht, was passiert. Vielleicht kann ich ja durchrollen. Vielleicht schießen die ja verzögert. Aber ich habe keine Items, die ich werfen kann oder... Ja, wobei, warte mal. Die Chili macht doch schneller, hieß es. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich roll durch, oder? Was meint ihr? War die richtige Entscheidung. Manchmal muss man einfach ausprobieren. Oh, und der ist deutlich stärker. Der ist deutlich stärker. Holy shit. Oha. Aber er hat die gleichen Angriffsmuster. Er ist einfach nur größer und hält mehr aus. Ja gut, er macht auch mehr Damage. Uff. Hätte ich mir doch bloß das Trunk-Upgrade gegönnt. So. Nur für Rubine? Na, wobei, warte mal, was ist hier? Oder geht's da weiter? Nee. Einfach mit Schild durch. Ja gut. Das hätte man vielleicht auch mal benutzen können, da habt ihr recht. Eine Münze! Für den zweiten Brunnen. Ja, ihr habt völlig recht, das Schild habe ich jetzt irgendwie komplett vergessen. Lol, lost. Oh. Ich öffne die Truhe mal noch nicht. Ah, scheiße, nein! Oh. Aber ich lebe noch. Wir haben halt noch keinen Checkpoint. Das ist ein bisschen doof. Und ich weiß immer noch nicht, was das ist. Jetzt mal eine Heilstatue. Oh, es werde Licht. Nur dummerweise auf der falschen Seite. Ja, wobei, eigentlich haben wir es schon. Das habe ich jetzt nur wegen der Dunkelheit nicht gesehen. Irgendwas Wichtiges noch? Nee. Jetzt sind wir wieder hier in dem Monolithraum, aber hier unten. Danke. Aber ich bräuchte auch mal wieder eine Heilstatue, please. What? Warum bin ich jetzt draußen? Ich glaube, wir müssen den goldenen aktivieren, aber wie? Westgarten. Musik hört auf zu spielen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Oh, jetzt wird sie aber chillig. Ui. Und so sanft. Es vielleicht geschafft und kriegen das erste Amulett. Das wäre natürlich ein sehr schöner Abschluss für den Stream. Aber ohne Boss kann ich mir fast nicht vorstellen. Sieht aber schon nach einem heiligen Ort aus. Ja gut, es sind noch ein paar Gegner. Secret? Nee. Geh mal hoch.
Na also. Hier ruht der Held. Hey, du sollst mich heilen! Das Heldengrab. Ist das unser Vorfahre? Und auch interessant, da stehen überall diese Upgrade-Items um ihm herum. Aber ich komme hier leider nicht weiter. Entweder wir sind das selbst, oder es ist ein Vorfahre von uns. Aber das kann doch nicht sein, dass ich jetzt immer noch keine Heilstatue bekomme. Habe ich eine übersehen oder was? Weil wenn ich jetzt drauf gehe, dann muss ich alles nochmal machen. Das kann doch nicht sein. Meine Freundin hat dich jetzt auch abonniert. Das freut mich. Herzlich willkommen und danke dir fürs Vermitteln. Komm, wenn hier so eine sanfte Musik spielt, dann wird man hier doch nicht sterben können, oder? Ah, ja, also, Mann! Wo bin ich? Auch die Karte weiß es nicht. Ach, fuck it. Mann, jetzt habe ich aus Versehen die Chili gegessen. Naja, gut. Dann sehen wir das wenigstens noch. Wie viel schneller man damit ist. Wir schmeißen die Münze rein, ohne zu wissen, was es bringt. Man kennt's. Ja, aber irgendwie bin ich jetzt gar nicht schneller. Also habe ich zumindest nicht den Eindruck. Böses Krokodil. Nein, mach nicht Schnappi-Schnappi. Geh einfach weiter. Was meinst du zur Gamescom, die dieses Jahr wieder in Köln stattfinden soll? Für mich wird's nix. Und ich habe meine Zweifel, ob das auch wirklich im August dann so sein wird. Aber wir werden sehen. Und danke für diese Münzen, Chibi. So maximal verwirrt. Aber wir finden noch eine blaue Beere. Und haben die Abkürzung. Gut. Das war ein Dodongo. Das Krokodil? Ja, stimmt. vom Design her. Ja. True. Eine Seite. Karte? Nee. Aber es gibt wohl 20 Münzen. Da wird einem auch das Beten mit A gedrückt halten erklärt. Benutze Spezialtechniken. Ausdauerpunkte. Ich habe keine Ahnung, wovon der redet. Oh, hier ist sogar ein Hinweis auf den Gartenritter. Den soll man wohl erst herausfordern, wenn man 3 Attacken und 3 Verteidigungswerte hat. Sonst ist er wohl zu stark für die meisten. Gartenritter, der ist doch bestimmt hier. Also ich habe schon das Gefühl, dass das hier so ein Hauptbereich ist, wo auch ein Bosskampf stattfindet. Für das erste Amulett.
Marvin W., danke dir für die neue Mitgliedschaft. Herzlich willkommen und danke dir. Oh, ein Spinnen-Icon, das sehe ich ja jetzt erst. Hä, aber wo soll ich denn hin, Diggi? Hier runter? Oh oh. Aua! Was bist du denn für einer? Das Ding sieht einfach aus wie ein Navi-Roboter. Also Navi aus OOT als Robo. Und feindlich. Oh, nicht noch so ein Ding. Ja, genau. Aufhören! Hey! Das waren mir jetzt aber auch wirklich zu viele Gegner am Ende. Also gegen die alle kämpfen zu müssen, ja, bisschen Spam. Muss nicht sein. Also, mehr Verteidigung. Ja, dann nehme ich das, oder? 150 plus 300. Kann ich mir beides leisten. Dann machen wir das. Weil ich habe 3 Tränke, dann werden die nochmal stärker und relevanter. Wichtig. Und Defense ab. So, jetzt haben wir eine gute Chance. Ohne Frust. Ja. Da kannst du das Seil runterschmeißen und du kommst zum Boss. Ich habe leider kein Seil gesehen. Ich musste den 50 Gegnern ausweichen. Ja, aber ich werde versuchen zu kämpfen. Muss ich ja, sonst werden es zu viele. Die sind nicht blöd, die laufen mir hinterher. Angefangen mit dir. Ach komm, warum schon wieder 2 dumme Treffer gegen diesen... Du hast doch noch eine Abkürzung. So, die bis zur Brücke. Ja, gut. Spare ich mir einen Gegner. Und ich weiß nicht mehr, wie der Weg dorthin war. Ich schau mal nach. Die hier meinst du, ne? Ach, okay. Ja, gut. Ja, lol. Dann werde ich mich sogar nochmal heilen, komm. Oh Mann, lol. Ja, nach 3 Stunden bin ich jetzt auch wieder ein bisschen raus. Aber ich reiß mich jetzt zusammen. Ach, wenn der andere dazu kommt, das ist doof. Hilft das Schild bei seiner Riesenfresse überhaupt? Ich glaube, den kannst du nicht blocken. Hä, vorhin konnte ich das doch zurückschleudern. Warum jetzt nicht? Achso, es kommt drauf an, was die verschießen. So. Ja, aber läuft schon besser. Warte, bin ich jemals hier... Ach doch. Ja, der muss weg. Mein Gott, stirb! Du... diese fliegenden Dreckskerle, die du auch nicht erreichen kannst. Ja, was für einen Sinn hat's dann gegen die Krokodile?
Ich habe jetzt schon nur noch einen Trank. Okay, immerhin. Ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist natürlich auch echt doof. Aber drei sind down. Ich hoffe, da kommt nicht mehr viel. Zwischendurch war ja auch noch eine Truhe. Kommt jetzt gleich. Und ihr? So, aufpassen. Na gut, er ist jetzt nicht das Problem. Hier soll irgendwo ein Seil sein. Erstmal die Truhe. Scheiße! Das ist so unfair. Come on, schnell. Mach auf. Eine goldene Truhe, die ist doch bestimmt wichtig. Dynamit. Hui. Fuck. Yes, okay. Aber keine Heil-Items mehr. Und es kommt, glaube ich, jetzt noch ein Kroko, oder? War das so? Es wird eng. Schnell ihn töten. Oh, er bekommt Support. Nein! Unnötig! Wo ist hier ein Seil? Oh, viel wichtiger, hier ist eine Heilstatue. Was? OMG. Naomi, danke für die Mitgliedschaft. Du kommst gerade bei dem Streamfinale. Dazu. Hier ist sogar so eine Spawn-Plattform. Ja, das Wichtigste ist, dass wir den Checkpoint haben. Ja, lol. Was soll ich jetzt hier bitte machen? Da muss man sich ja wie ein Geisteskranker durchschnetzeln eigentlich. Ich hab kein Seil gesehen. Aber hier geht's in eine Höhle. Was ist das? Ein magischer Dolch? What? Ist das ein Angriffs-Item oder was ist das? Tatsächlich? Ist das stärker als das normale Schwert? Vielleicht verbraucht das sogar Mana. Ja, tut es. Damit können wir vereisen. Krass. Wow. Das hat meine Überlebenschancen jetzt nochmal drastisch erhöht. Aber belastend, wir hätten es vorhin fast im First Try hierher geschafft, weil ich bin ja da verreckt. So knapp. So knapp. Ja, aber kurze Frage, wo geht's denn jetzt weiter? Ist hier doch noch ein Weg, weil ich hab keinen vernommen.
Ich habe ja auch keine Karte. Glaube ich. Nee. Ist das ein Eisstab? Ja, ja. Aber wo lang? Wo? Habe ich jetzt nicht jeden Weg wobei... Doch, hier war ich auch schon. Beim Ritter? Welcher? Hier sind viele. Oh, wait, hier. Das habe ich übersehen, wieso auch immer. Und jetzt habe ich eine offene Situation, die belastend ist. Alle auf einmal vereist, yeah! Ah, das Schild kann blocken, aber man ist dann instabil. Oh, crap! Danke, Busch. Wow, wie habe ich das überlebt? OMG! Da kommt der nächste. Das war krass. Aber auch sehr schöner Treffer mit dem Eisstab. Kannst du nur dreimal einsetzen. Ja, momentan schon. Hier haben wir ein Hanfblatt. Was bringt das nochmal? Hier, das scheint relevant zu sein. Ach, das ist ein Upgrade-Item, oder? Ja, ist es auch. Aber niemand weiß, was es bringt. Ich denke mal mehr Mana. Aber ich gehe jetzt nicht zurück zur Statue, sonst muss ich die nochmal killen. Und nee, einfach nur nee. Golden Chest für mehr Angriff. Yes! Ich glaube, wir haben das Schlimmste überstanden. Aber der muss weg. Sehr gut. Und hier ist das Seil. Das heißt auch, jetzt kommt der Boss, oder? Ja toll, ich bin halb tot. Gibt's nochmal eine Heilstatue? Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Oh, du bist der Boss! Ich hab mich übelst erschrocken. Ja, na klar, was ist das denn für einer? Okay, das ist der Gartenritter. Wir haben eigentlich keine Chance. Wir sind viel zu niedrig gelevelt. Und er ist broken. No chance. Wow. Oh mein Gott. Phasen? Oh mein Gott. Das Blatt gibt dir mehr Ausdauer. Okay, auch nicht schlecht bei dem ganzen, was der da raushaut. Also das Spiel sagt, wir brauchen 3 Attack und 3 Defense. Das hab ich jetzt. Mindestens. Viel Spaß bei dem Boss, bei dem saß ich ewig. Können wir nicht jetzt den Stream beenden? Ich hab euch den Boss, let's show. Das muss doch genügen. Fertig, Ende, tschüss. Bin raus. Oje. Okay, ich kann mir das noch holen hier. Naomi Lucy, danke für die Mitgliedschaft. Der Boss ist wirklich krank. Welche kann ich jetzt durchrennen eigentlich? Hey, wo ist das Seil?
Hä? Bruder, ich hab doch das scheiß Seil runtergelassen. Wo ist denn die Kacke? Ach, das grenzt hier an. Ja, ist besser so. Dann muss ich nämlich gar nicht an den Gegnern vorbei. Na schön. Du hast noch das Dynamit. Oh ja, doch, stimmt. 4 sogar, was? Ja, aber Moment, das verliere ich doch dann auch, oder? Genauso wie die Bomben. Du hast eine Karte für den Garten. Habe ich die ganze Zeit nicht gecheckt, leider. Ist auch egal jetzt. Jetzt sind wir ja beim Boss. Aber wenn ich die Bomben verliere, werde ich auch das Dynamit verlieren. Das heißt, ich werde jetzt erstmal noch ohne kämpfen. Außer ich habe das Gefühl, ich schaffe es, aber das glaubt niemand hier. Ach komm, echt? Was? Yo, chill! WTF, Junge! Ich habe eigentlich jetzt schon verloren. Seine Reichweite ist einfach viel zu krass! Das ist ja nicht normal! Du kannst da nicht ausweichen, außer du schaffst es immer in dem Moment, wo er dich berühren würde, auszuweichen. What the fuck? Das wird einige Zeit dauern, befürchte ich. Leider bleibt er auch nicht lange vereist. Ach so, ein Laser hat er auch noch. Ja, wieso nicht, ne? Ja, ja, okay. Scheiße. Und das ist das empfohlene Setup für diesen Boss? Das kann doch nicht stimmen. Okay, wenn man mal weiß, dass er diesen Dreierschlag macht, dann einfach immer im richtigen Moment ausweichen, nach rechts oder nach links. Aber er darf einen halt nicht überraschen, so wie jetzt. Dieser Rundumschlag, ja, da muss man mal gucken, wann er den immer macht. Wobei, er setzt vorher am Boden an. Okay, das muss man sich merken. Und dann, wenn er so nach außen schlägt, kann man kontern. Ja komm, ich konnte mich jetzt nicht bewegen. Was ist das? Bekomme ich das Dynamit wirklich nicht wieder, wenn ich verkacke? Das gibt's doch nicht. Kannst du die Bomben noch kaufen? Ja, pff, klar. Oder sind das Bomben hier? Ist auch egal. Carpet 3D. Ja. Gut, am Anfang kann man ihm schon ein paar Mal Hits mitgeben.
mich ja gar nicht ausruhen. Okay, Laser kann auch geblockt werden. Ich dachte, er haut da durch, aber tut er nicht. Ich unterschätze das Schild in diesem Spiel. Keine Ahnung warum. Wichtig und richtig. Ich hab doch gar nicht gedrückt. What the fuck? Ich schwöre, ich hab nicht auf Eis gedrückt. Hä? Ich war gerade im Chill-Modus, um Ausdauer zu healen. Na schade, damit wird ein guter Versuch dann doch noch zu Garbage. Wobei, er hat Hälfte. Leute, er hat Hälfte. Ich schaffe ihn vielleicht sogar. Warte. Bombe. Wie viel Damage macht das? Oh, viel weniger als erhofft. OMG. Und der Trank war jetzt fast schon zu früh. Ja moin. Mach halt noch mehr Fehler, Domtendo. Lost. Weg da. Dennoch, nice try. Weiter so. Und drei. Immer beim dritten Mal schön, kommt man mit drei Schlägen auf seiner Seite. Jetzt zieht er nach außen. Wir können rein in den Aal. Okay, let's go. Ist ein sehr guter Versuch, trotz einiger Fehler. Ich gönne noch eine Bombe. Und drei. Gib ihm. Ah, zu weit weg. Aber er macht einen Fehler mit dem Laser. Ein Riesenfehler. Yo! Hier wird für Skill abonniert und geliked. Habe ich euch nur noch nicht gesagt. Der Versuch war am Anfang sehr gut, dann leider zwei, drei dumme Fehler. Dann wieder sehr gut und gegen Ende schön seine Fehler ausgenutzt. Der Dreifachschlag ist zwar brutal, wenn man aufs Maul bekommt, aber ich finde, es ist ganz einfach eigentlich auszuweichen. Und vor allem beim dritten Mal, wie bei allen Souls-Games, in den Gegner reinrollen. Weil dann kommst du schön an seinem Hieb vorbei, stehst in seinem Körper quasi und kannst dann zack, zack, zack. Das ist super wichtig und effektiv. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass wir den heute schaffen. Krieg ich jetzt ein Amulett? Und noch zwei Tränke. Stimmt, ich hatte noch zwei Tränke. Jo, richtig geil. Danke, Chat, für die GGs. Jetzt kommt die Überraschung, es ist nur Zwischenboss. Nein. Ich denke, das war's. Oh, wait. Aber hier hat man es auch wieder schön gesehen. Am Anfang, wenn du so einen Boss triffst, du denkst dir, what the hell? Gar keine Chance, overpowered. Aber das heißt, glaube ich, der dritte Versuch oder maximal vierte. Man lernt so krass immer dazu. Und dann wird es plötzlich doch gut möglich. Schön. Abkürzung. Das ist das Schöne an solchen Spielen wie Elden Ring, Dark Souls und auch dieses hier, was ich da jetzt dazu zählen würde, weil es ähnliche Prinzipien verfolgt. Immer schön die Fehler des Gegners analysieren. Hä? Und jetzt? Da kann ich jetzt die anderen kleineren Stäbe schlagen. What? Wo muss ich denn jetzt hin? Weiß es jemand? Nein, das war Ludwig. Warum Ludwig?
Ich gehe jetzt einfach mal zu meiner Mutter. Also. Ich dachte, wir kriegen jetzt ein Amulett. Hey, das war vorher aber noch nicht da. Was ist denn hier jetzt passiert? Es ist neu. Ach, warte. Wir haben, glaube ich, durch unsere Erfolge diesen Tempel wieder manifestiert, weil davor war das ja alles nicht da und so eine Art Geisterwelt. Ah ja, und hier müssen die Amulette eingesetzt werden. Aber warum habe ich keinen? War das jetzt doch nur ein Zwischenboss? Schau mal bei der Zwischenwelt nach, bei dem Master Sword. Könnte ich danach machen, wenn ich jetzt hier nichts finde, ja? Okay, ich habe eine Seite gefunden. Beten vor dem Monolith. Ja, habe ich gemacht. Das Bild oben links ist ja brutal. Beten vor dem Monolith habe ich gemacht, aber da ist ja also nichts passiert. Jetzt kommst du auf den Berg. Welcher Berg? Okay. Geht's hier also doch weiter? Und vielleicht hast du ja auch diesen Berg gemeint, weil es ist auf jeden Fall einer. Ah, warte, wir laufen einfach mal weiter. Sag jetzt nicht, da ist eine... Achso. Ich dachte, da wäre eine Sackgasse. Nice. Aber warum bekomme ich kein Amulett? Das war doch ein Hauptboss, oder nicht? Ich fühle mich gescammt. Wir sind jetzt über dem normalen Eingang, den wir vorhin betreten haben. Vielleicht ist da das Amulett drin. Scheiße. Ich glaube, ich kann hier noch einen Shortcut aktivieren, weil ich habe auch so einen Hebel gesehen unten. Ich glaube, den kann man von hier aus erreichen. Let's go! Noch eine Beere. Immer noch kein Plan, was sie bringen. Aber ich denke, Mana-Heilung. Nur kannst du doch bestimmt noch für irgendwas Besseres benutzen. Also so eine Trankherstellung oder so. Weil Zaubertränke gibt's ja, haben wir ja gesehen. In der Spielbeschreibung. Und die Dinger gehen immer noch nicht? Warum? Aber ich habe auf jeden Fall hier diesen Hebel gemeint. Ja, da ist der Shortcut. Nice. Weg mit euch, Noobs. Waldfestung. The fuck? Anscheinend war das echt nur so ein Mini-Dungeon. Das war gar nicht der richtige. Sondern die Waldfestung vermutlich. Oh no. Was? wo ist die Hauptkarte? Ah, wo ist sie denn? Zum Bergtor. Okay, also oben ist das Bergtor, wo wir gerade hin sind. Und links ist der goldene Monolith, der offenbar zerstört wurde. Dann schauen wir uns das mal an. Mann, ich dachte, ich habe einen Hauptboss besiegt.
Aber Margit in Elden Ring ist übrigens auch kein Hauptboss. Ne? Nur mal so. Hier ist es verschneit. Oh mein Gott. Schöne mysteriöse Musik. Ich glaube, ich komme nicht rein, aber eine Seite. Die Brunnen sind dafür relevant, oder was? Auf jeden Fall wird hier auch offenbart, dass man die Münzen da reinschmeißen kann. Glücksbecher, dämpfende Glocke, Wechselasche. Keine Ahnung, was das alles ist. Sonderbare Items, die wir nicht haben. Und nein, ich komme nicht rein. Das ist Hebra. Ja. Aber vielleicht können wir ja das auch reparieren, genauso wie den Tempel unten. Indem wir den Gigaboss in der Waldfestung killen, vermute ich. Spannend. Dann jetzt noch nach links. Und danke an Luca Cora für die Mitgliedschaft und Fani für 3 Münzen. Ich weiß nicht, ob das ja noch eine Nintendo Direct kommt. Das brauchst du mir nicht fragen. Aber wahrscheinlich schon. Und ich freue mich auf Zelda BUTW. Lego Star Wars müssen wir mal schauen. Weiß ich noch nicht. Der steht noch? Ich dachte, der wäre zerstört. Und was ist das? Ein Feuerstab? Ich glaube, es ist ein Feuerstab. Oh, es ist ein Laserstab. Okay. Ja, mega geil. Also 2 Sachen schon, die Mana benutzen. Und die wir gefunden haben. Ich würde sagen, dann beenden wir an dieser Stelle den YouTube-Stream. Ich schaue garantiert nochmal rein in dieses Spiel auf Twitch, weil es mir sehr gefallen hat und ich fast nichts zu bemängeln habe. Sehr epic. Tunic. Kostenlos mit dem Game Pass. Ansonsten für... Ich weiß es halt wirklich nicht. Für... Gucken wir kurz. Bei Tunic. 30 Euro anscheinend. Im... Xbox Store bzw. Microsoft Store für PC. Tolles Game. Wenn man Zelda mag, mag man vielleicht auch Tunic. Bete noch bei dem Monolith. Ja, okay, das kann ich noch probieren, stimmt. Hat bisher die hohen Wertungen auf jeden Fall verdient. Und dass das nur von einer Person gemacht wurde, ist mindblowing. Da passiert echt was. Oder? Ja und nein. Grüße aus Bosnien. Schön, dich live zu sehen. Habe nicht so oft Gelegenheit, live zuzuschauen. Mach weiter so, wie du es in Streams. Vielen, vielen Dank, Nadia, für den sehr netten Abschluss. Und danke euch fürs Zuschauen. Wir haben... 1800 Likes geschafft. Kuss, kuss, kuss. Danke fürs Dabeisein bei Tunic. Bis zum nächsten Mal und ciao.